Bitte. So ist es ja auch heute im modernen Theater. Die Vorbereitung ist schon Teil des Programms. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu dieser Veranstaltung, die heißt wie das Buch Die Angstprediger, wie rechte Christen und Christinnen, müsste man wahrscheinlich ergänzen, Gesellschaft und Kirchen unterwandern. Ich bin Ellen Überscher, Vorstand dieser Stiftung. Und ich freue mich sehr, dass wir Liane Bednarz gewinnen konnten, dieses Buch hierzu als erstes vorzustellen. Es sind Rezensionen erschienen, die Sie vielleicht gelesen haben in der FAZ und in der Taz. Und ich freue mich insbesondere, dass wir dann die Gelegenheit haben, mit Bischof Dröge, der hier die ECBO leitet als Bischof, dass wir ihn als Diskutanten dabei haben dürfen. Das Ganze werden wir jetzt so machen, dass ich noch ein bisschen etwas zur Vorstellung von Frau Bednarz sage. Wir einsteigen, sie vorstellt, was steht eigentlich in diesem Buch, denn Sie alle haben es wahrscheinlich noch gar nicht gelesen. Und dass wir dann in ein Gespräch miteinander einsteigen. Und natürlich gibt es auch noch Gelegenheit für Sie, Ihre Gedanken, Fragen und so weiter zu äußern. Ja, Liane Bednarz, ich muss vielleicht noch mal eines vorausschicken. Diese beiden haben auf einem Podium gesessen in der Sophienkirche vor etwa einem Jahr, anlässlich des Deutschen Evangelischen Kirchentages, und haben mit der damaligen Vorsitzenden der Christen in der AfD diskutiert. Es gab eine lange, lange Vorgeschichte des im Kirchentag, ob das überhaupt opportun ist, ob der Kirchentag das machen sollte. Am Ende haben wir es gemacht. Der Erfolg dieser Veranstaltung und dieser beiden ist, dass Frau Schuldner inzwischen aus der AfD ausgetreten ist. Ich will damit sagen, es lohnt sich, aber der Kraftaufwand ist erheblich, ja, den man anwenden muss. Ja, Frau Bednarz ist seit langem sie ist Juristin und Publizistin. Sie ist seit langem im Thema unterwegs. Sie publiziert in der Welt, in der Zeit. Sie hat Preise bekommen und ist einfach die Fachperson für die gesamte Thematik. Und ich wollte Sie fragen, Frau Bednarz, was hat Sie dazu gebracht, sich mit diese Recherche, das Buch ist ja wirklich eine einzige gründliche Recherche dessen, was publiziert wird, was veröffentlicht wird, wie sich diese Echokammer, wie auch immer man das nennt, wie die sich ausweitet, wohin sie wirkt. Warum? Also wieso sind Sie so an diesem Thema dran? Also erstmal vielen Dank für die Einladung und ganz herzlichen Dank auch, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Das freut mich sehr, weil mir dieses Thema wirklich sehr, sehr am Herzen liegt. Ich bin zu diesem Thema gekommen, weil ich in gewisser Weise Teil dieses Milieus war, was ich in dem Buch beschreibe. Ich habe mich selbst in sehr konservativen Kreisen, katholisch-konservativen Kreisen bewegt, so ab 2011. Und fand das zunächst sehr attraktiv, weil ich selbst auch ziemlich konservativ denke und habe dann aber schon relativ schnell gemerkt, das sind also diese Zirkel um Menschen wie Matthias Matussek, den Sie vielleicht kennen, in welche Richtung dieses Denken geht und wie doch zumindest ein Teil dieses Milieus anfing, ganz komisches Vokabular zu äußern. Da war dann die Rede von Blockparteien oder Mainstream-Medien und das kam mir sehr komisch vor. Und ich habe vor allem tatsächlich über diese Sprache, wie man anfing, die Institutionen unserer liberalen Demokratie mit einer Diktatur zu verähnlichen, dazu gefunden. Vor allem ab 2013 habe das dann zunächst auf Facebook thematisiert. Also ich hatte mit politischem Journalismus überhaupt gar nichts zu tun. Und das sah dann der Tagesspiegel, insofern ich schreibe für den Tagesspiegel, nicht für die Welt. Und der Tagesspiegel sah das und hat das dann mich gefragt, ob ich daraus nicht mehr machen will. Und so kam das und so bin ich letztlich an dem Thema dran geblieben. Und was erhoffen Sie sich von dem Buch? Es ist ja nicht ganz das Erste sozusagen, aber jetzt ist der Fokus sozusagen auf die Christen scharf gestellt. Was erhoffen Sie sich? Also ich hoffe mir wirklich sehr davon, dass es ein Problembewusstsein schafft, weil das unterschätzt wird. Und zwar, es ist so, es gibt wirklich mittlerweile Allianzen sowohl personeller als auch inhaltlicher Art
zwischen Rechtspopulisten und Christen. Es gibt Christen, die namentlich der AfD eine Art christliches Antlitz verleihen. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Es sind die gleichen Feindbilder. Es ist das Gender-Thema. Es ist die angebliche Islamisierung. Und über diese christliche Schiene, diese angebliche Verteidigung des christlichen Abendlandes, die vor allem ein Abwehrbollwerk gegen den Islam ist, schaffen diese Leute das, im Grunde diesem Rechtspopulismus ein christliches Antlitz zu verleihen. Und dadurch kommt es harmloser daher, als es das eigentlich ist. Und das möchte ich aufbrechen und die Debatte dazu stärker forcieren. Okay, dann schlage ich vor, dass wir einsteigen und Sie uns entweder lesender oder extemporierenderweise uns vorstellen, was steht eigentlich jetzt genau drin in dem Buch. Ja, genau, vielen Dank. Also ich versuche Ihnen so eine Art Grundabriss zu geben, ein bisschen in die Thematik einzuführen. Was ist überhaupt rechts und was ist konservativ? Warum beschäftigt sich dieses Buch mit rechten Christen und was ist eigentlich gefährlich daran? Gefährlich daran ist eben, dass die meisten dieser Leute von sich selber behaupten, sie seien konservativ. Die meisten von denen weisen weit von sich rechts zu sein. Auch das trägt viel dazu bei, dass sie harmloser daherkommen, als sie tatsächlich sind. Grob gesagt ist es so, dass ich, und ich weiß, ich bin hier in einem eher linken Umfeld, ich bin aber ein großer Fan des Pluralismus und finde es wichtig, dass es ganz unterschiedliche Strömungen gibt. Und nach 1945, das ist der Anknüpfungspunkt, hat sich das konservative Denken sehr schwer getan, weil natürlich der Konservativismus durch Weimar verbrannt war und damals, so ähnlich wie heute auch, viele Konservative rechts geworden sind und Leuten wie Karl Schmidt anhingen und anderen und illiberal wurden, antipluralistisch und auch sehr völkisch und damit de facto auch ein bisschen Vorbereiter für den Nationalsozialismus waren. Und nach 1945 gab es einen klaren Bruch. Innerhalb der CDU kristallisierte sich dann nach und nach eine Art bundesrepublikanischer Konservativismus heraus, der liberal war, knüpfte an Amerika, an das Vereinigte Königreich, also tief im Westen verankert, hat einen völligen Bruch vollzogen mit völkischen Vorstellungen und auch mit antipluralistischen. Antipluralismus heißt eben, man glaubt sowas wie den wahren Volkswillen zu vertreten. Gleichzeitig existierte aber dieses alte rechte Denken fort, vor allem deshalb, weil ein bekannter Vordenker, Armin Mohler, gab dem Ganzen den Namen, das kennen Sie bestimmt, die konservative Revolution. Und so geisterten diese Ideen von damals, also völkisches, illiberales, antipluralistisches Denken, blieb erhalten. In den 70er Jahren kam die sogenannte Neue Rechte aus Frankreich hinzu, die heute in aller Munde ist. Und die Neue Rechte knüpft eben explizit an diese Vordenker aus der damaligen Zeit an Leute wie Edgar Julius Sunk, Artemilla Vandenbroek, Oswald Spengler, Untergang des Abendlandes. Und jetzt komme ich zum Christentum. Also die Neue Rechte heutzutage in aller Munde gibt sich dezidiert christlich, zumindest in großen Teilen. Götz Kubitschek, der bekannteste Vertreter des radikalen Teils der Neuen Rechten, ist ein bekennender Katholik. Verknüpft das mit völkischem Denken. Und die bekannteste Zeitung dieses Milieus, die moderater ist als Kubitschek, nämlich die Junge Freiheit, 86 in Freiburg als Schülerzeitung gegründet, gibt sich auch christlich. Hat in ihren Redaktionsgrundsätzen sogar explizit das Christentum stehen. Und das bedeutet, dass sie seit Jahrzehnten im Grunde diese personellen Verflechtungen haben. Es gibt etliche christliche Publizisten, die in der Jungen Freiheit schreiben. Der Abtreibungsgegner Martin Lohmann zum Beispiel, der jahrelang den Marsch für das Leben organisiert hat. Die Anti-Gender-Aktivistin Birgit Kelle schreibt in der Jungen Freiheit. Ich könnte jetzt weitere Namen nennen. Also da sehen Sie schon, wie eng im Grunde diese Verflechtungen sind. So, und die Junge Freiheit ist von Anfang an der AfD gegenüber wohlwollend aufgetreten. Sie will allerdings mit den Radikalen nichts zu tun haben, kritisiert Höcke sehr stark, kritisiert auch Kubitschek sehr stark, aber ist eben so dem in Anführungsstrichen gemäßigteren Teil der AfD wohlgesonnen. Und dementsprechend sind natürlich auch viele Christen, die diese Zeitung lesen und glauben, die sei genuin konservativ, natürlich auch empfänglich für dieses Gedankengut. Und es gibt im Wesentlichen drei Hauptthemen, die
Anknüpfungspunkte sind zwischen Christentum und rechtspopulistischem Denken, wie es in der AfD vorherrscht. Also wenn Sie mit Menschen sprechen, die von der CDU sich hin, also erzkonservative Christen, die sich von der CDU wegorientiert haben und hin zur AfD, kommen immer drei Gründe. Der erste ist Abtreibung. Da muss man fairerweise sagen, es ist aus Sicht eines konservativen Christen, es ist ein schwieriges Thema für mich auch. Ich bin auch sehr abtreibungskritisch. Aber diese Menschen messen im Grunde Parteien und Politiker fast ausschließlich daran, wie sie zur Abtreibung stehen. Deswegen haben zum Beispiel 81% der weißen Evangelikalen in den USA Donald Trump gewählt. Der ist Abtreibungsgegner plötzlich geworden. Früher war das nicht. Und das Problem ist jetzt, dass, und dann da kommen sie dann so in die Untiefen des Rechtspopulismus rein, dass die AfD ist zwar grundsätzlich abtreibungskritisch, aber nicht, es geht noch ein Stück weiter. Im Grundsatzprogramm wird nämlich die hohe Zahl der Abtreibungen, wird unter anderem deshalb gegeißelt, weil es damit de facto zu wenig deutsche Kinder gibt. Die Überschrift im Grundsatzprogramm heißt mehr Kinder statt Masseneinwanderung. Und dann ist eben die Rede davon, es müsse eine O-Ton aktivierende Familienpolitik zugunsten der Achtung einheimischen Bevölkerung geben. Und wenn man in dem Zusammenhang die Abtreibungszahlen beklagt, das ist dann nicht mehr wirklich christlich, weil aus christlicher Sicht ist natürlich jedes Leben gleich viel wert, egal ob es jetzt ein ausländisches Kind ist oder nicht. Also es verbietet sich schlichtweg, das so zu verknüpfen. Und was sich natürlich auch verbietet, ist einfach nur alles an dieser Frage zu messen. Und alles andere, was man bei dieser Partei dann auch mit dazu bekommt, im Grunde auszublenden. Das zweite große Thema ist der sogenannte Gender-Wahn. Also ganz zentral, es wird so getan, als gäbe es einen gigantischen Gender-Wahn. Angeblich sollten Frauen keine Frauen mehr sein und Männer keine Männer. Und die Gesellschaft würde umerzogen hin zum geschlechtsneutralen Menschen. Und dann wird immer die gigantische Zahl von 160 Gender-Professuren an die Wand gemalt. Ich habe mir diese Zahl mal näher angeschaut. Das sind tatsächlich 0,4% der Professuren, also verschwindend gering. Und es wird bei diesem Gender-Wahn alles ineinander gemixt. Zum einen Gender-Mainstreaming, was eigentlich dazu dient, Diskriminierung gegenüber Frauen abzubauen. Und gerade anerkennt, dass es Geschlechtsunterschiede gibt, wird dann so getan, als wolle man eben de facto die Geschlechtlichkeit aberziehen. Ich sage ausdrücklich als Konservative, es gibt natürlich Bereiche beim Gender-Mainstreaming, die ich auch überzogen finde. Ich benutze diese ganze Gender-Sprache nicht. Ich finde das ehrlich gesagt albern mit diesen Sternchen und Binnenis. Ich mache es nicht. Aber ich fühle mich nicht dadurch bedroht, wenn es jemand macht. Wer es machen möchte, soll es machen. Aber es ist hysterisch, daraus jetzt abzuleiten, es gibt hier, also ich fühle mich nicht umerzogen, nur weil jemand Binnensternchen, das ist ja Quatsch. So, der zweite große Bereich ist Gender Diversity. Da geht es um den Abbau von Diskriminierung gegenüber nicht-heterosexuellen Lebensformen. Insbesondere auch durch Aufklärungsunterricht an Schulen, an Bildungsplänen. Das soll dazu dienen, schlichtweg, dass auch Kinder, die homosexuell empfinden oder Jugendliche, nicht gemobbt werden, dass mehr Verständnis entgegengebracht wird. Daraus wird dann gemacht, man mag das dann im Einzelnen, wie das in diesen Bildungsplänen umgesetzt ist, ja natürlich auch darüber streiten, aber daraus wird dann im Prinzip gemacht, die Gesellschaft und sollte schon an den Schulen homosexualisiert werden. Dieses Wort fällt wirklich oft in diesen Kreis, das ist natürlich auch Unsinn. Und die ganze Bereich Gender Studies wird verächtlich gemacht als Pseudowissenschaft und so weiter. Also, und der Genderwahn ist ein Thema, das ist sehr, sehr salonfähig, mittlerweile auch in Unionskreisen. Die AfD fordert die Streichung öffentlicher Mittel für die Genderforschung und die Werteunion, kennen Sie vielleicht, dieser Zusammenschluss konservativer, angeblich konservativer in der Union, die fordern zum Beispiel auch das der Gender, dass die öffentlichen Gelder gestrichen werden. Und der dritte Bereich, das dritte wichtigste Schnittstellenthema, die sogenannte Islamisierung. Während die beiden Großkirchen
in verschiedenen Schriften wirkt betonen die Eigenständigkeit des christlichen Glaubens, aber trotzdem zum Dialog mit dem Islam aufrufen, im Sinne eines friedvollen Zusammenlebens, auch in einer Gesellschaft, wird der Islam in diesen Kreisen als etwas Bedrohliches gesehen, als etwas, was dem Christentum entgegensteht, allenfalls Muslime noch als Missionsobjekt. Aber es wird eben so getan, als würde sich der Islam hier ausbreiten, als gäbe es eine angebliche Islamisierung. Dieses Wort Islamisierung gibt es in diesen Kreisen schon seit 2010 existent. Das ist also nicht erst durch Pegida entstanden. Und dementsprechend bereitwillig waren dann viele dieser Menschen, die ich in dem Buch beschreibe, sehr schnell dabei, auch Pegida zu verteidigen, tun es teilweise heute noch. Und haben so eine Art, damit komme ich zum Schluss, damit einhergehend auch einen antipluralistischen Reflex entwickelt. Sie tun nämlich so, und das ist auch das, was Sie ja bei Pegida hören, alles, was nicht in das eigene enge Weltbild passt, wird verächtlich gemacht, sei es als Lückenpresse oder man redet abfällig über die Mainstream-Medien oder über die Elite, die Etablierten. Das spitzt jetzt ein bisschen, das gilt natürlich nicht für alle. Es gibt unterschiedliche Radikalisierungsgrade, manche sind moderater, manche sind radikaler. Aber man tut eben so, als sei man selber das Sprachrohr einer schweigenden Mehrheit oder als stünde man für den gesunden Menschenverstand. Und tatsächlich ist es eine kleine Gruppe, selbst innerhalb des konservativ-christlichen Milieus, rund 20-30%, die aber statt zu akzeptieren, dass sie mit ihren Haltungen gesellschaftlich in der Minderheit sind, auch zum Beispiel beim Abtreibungsthema, gerne dann und oftmals so tun, als seien sie das Opfer so einer Art Gesinnungsdiktatur. Sie kennen die Worte sicher, Tugendterror, Gesinnungspolizei und so weiter, steigern sich in diese Opferrolle hinein und sind deshalb eben auch sehr anfällig dann letztlich für Strömungen wie die AfD und Pegida. Und sie geben dem Ganzen eben einen leider sehr, sehr christlichen Anstrich. Und ich hoffe halt, dass dieses Buch etwas zur Aufklärung beitragen kann und das Gespräch heute Abend auch. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Bettnartz. Okay, Sie haben so an einigen Punkten deutlich gemacht, wo sind die Themen. Darauf würde ich gerne nochmal zu sprechen kommen. Aber an Sie beide, auch an Bischof Dröge, würde ich jetzt mal folgendes Anliegen richten. Die ersten 80 Seiten, ich habe ja selber lange Zeit in der evangelischen Kirche verbracht, da war keine Person, die sozusagen aus dem, ich spreche jetzt mal im Wesentlichen sozusagen über die evangelische Seite des rechte Christenspektrums, die nicht seit über 20, manchmal länger, 30 Jahren bekannt sind. Also Herr Steeb, Herr Rüss, alles Menschen, die seit würde man heute sagen, rechten christlichen Szene, hätte man früher nicht so ausgedrückt, Pazani ist auch gar nicht mehr in seinem Amt. Das sind ja eigentlich keine neuen Figuren, deren Einfluss war immer begrenzt, also innerhalb des Protestantismus und der Landeskirche. So, das ist das eine, also wie einflussreich sind sie tatsächlich, weil wir kennen sie alle lange und so. Und sie sind auch altersmäßig, sage ich mal, jetzt nicht so wie Sie, sondern weit jenseits. Und der andere Punkt ist, diese Gesellschaft säkularisiert sich in einer oder entkirchlicht sich in einer rasanten Weise. Es gibt von Thomas Großbölting dieses Buch Der verlorene Himmel. Der Himmel sozusagen als Metapher für den Transzendenzbezug des Christentums. Und da beschreibt er im Grunde genommen die Verfallsgeschichte für alle Konfessionen in Deutschland. Kirchenmitgliedschaft geht zurück, gesellschaftlicher Einfluss der Kirchen geht zurück im Vergleich zu den 50er und 60er Jahren. Persönliche Lebensgestaltung, alles das ist im Grunde genommen nicht mehr Wahlverhalten, alles das ist eigentlich nicht mehr Teil des Selbstverständnisses. So. Und eigentlich scheint mir das ja quasi ein Gegentrend zu sein, zu sagen, Sie sagen, Leute, passt auf, das haben Sie am Anfang nochmal gesagt, es gibt einen wachsenden Einfluss, wir müssen da hinschauen. Also wie kann es sein, sozusagen angesichts dieser Tendenzen, dass wir erstens wenig neue Personen sehen, die wirklich für die Szene sprechen und dass wir auf der anderen Seite eine stark säkularisierte Gesellschaft ganz offensichtlich haben. Vielleicht
Bischof Dröger und Sie reagieren darauf, Frau Wittnerz. Also ich wollte zunächst mal mich herzlich bedanken für dieses Buch, weil für mich ist natürlich das ganze Thema deswegen relevant, weil es um die Frage geht, was glaubwürdiges Christsein ist. Wenn Sie sagen, dass die gesamte rechtspopulistische Bewegung sich ja dadurch auch da den Menschen anbietet, indem sie sich einen christlichen Touch gibt, dann sind wir ja als Kirche genuin betroffen. Wir stehen ja für das Christentum, wir müssen für glaubwürdiges Christentum stehen, also müssen wir uns damit auseinandersetzen. Und dieses Buch hat einen ganz großen Vorteil, es ist sehr sachlich, es ist sehr ausgewogen im Urteil und ich finde, es gewinnt auch dadurch, dass Sie selber sich als konservativ einstufen und deswegen nochmal sehr viel sensibler sind für die Übergänge, wo sozusagen die rote Linie überschritten wird. Insofern bin ich für dieses Buch sehr dankbar. Jetzt die Frage, ob die Sie gestellt haben, ob das überhaupt so wahnsinnig, so wahnsinnig ernst zu nehmen ist, ob der Einfluss vielleicht doch wesentlich geringer ist, als es auf den ersten Blick scheint. Das glaube ich nicht. Vielleicht sind einige Personen nun auch älteren Datums, aber wir haben ja nun ein Aufkommen von rechtspopulistischem Denken. Wenn ich überlege, in der Stadt, die zu meiner Kirche gehört, in Görlitz, haben 33% bei der Bundestagswahl AfD gewählt. Und es wird überall immer der Versuch gemacht, christliche Elemente und politische Elemente miteinander zu vermischen, dann glaube ich schon, dass wir uns intensiv mit dem Einfluss beschäftigen müssen. Und ich glaube ja auch, dass es nicht nur das Problem ist, wer sich nun direkt bekennt zu rechtspopulistischen Parteien, Bewegungen oder auch solchen Köpfen, sondern was wir ja im Moment erleben, ist, dass die gesellschaftliche Diskussion sich verändert, dass sich die Werte auch verschieben. Ich erlebe das sehr, sehr stark, dass die immer wieder diese spitzgesetzten Themen doch auch den öffentlichen Diskurs verschieben. Und was mir am meisten Sorge macht, ist die Art des Diskurses, die Art und Weise, wie also mit durchaus verzerrten Interpretationen gearbeitet wird, wie der Versuch gemacht wird, Dinge tatsächlich anders darzustellen, als sie bei näherem Hinsehen sind. Diese ganze Veränderung, die ich beobachte, das finde ich, das ist eigentlich ernst zu nehmen. Und da, wo das Ganze dann noch christlich begründet wird, sind wir natürlich als Kirche primär gefragt, zu sagen, was ist denn das Kriterium für Christlichkeit? Und da muss ich eben deutlich sagen, es wird niemandem das Christsein abgesprochen. Das ist ja immer der Gegenvorwurf, den wir dann hören. Es wird ja niemandem das Christsein abgesprochen. Aber ich muss doch als leitende Person in der Kirche sagen können, was ist glaubwürdiges Christsein und was ist unglaubwürdiges Christsein. Und wenn in dieser Weise menschenverachtende Thesen in die Welt gesetzt werden, wenn in dieser Weise flexibel mit der Wahrheit umgegangen wird, um es mal etwas beschönigen zu sagen, dann sind wir gefordert zu sagen, so geht es nicht. Es ist nicht legitim, den Namen Jesu Christi für diese Art von Politik in Anspruch zu nehmen. Ja, vielen Dank. Also das ist leider wirklich das, was wir beobachten. Und man sieht ja auch, wie das tatsächlich auch zumindest in anderen Ländern Mehrheiten bekommen kann. Also in Polen ist es inzwischen der Fall. Da gibt es eine Allianz zwischen einer autoritären Regierung und großen Teilen der katholischen Kirche. Viktor Orban in Ungarn verkauft auch diese Politik, diese sehr autoritäre Politik, die sich ja auch sehr stark gegen Fremde richtet, verkauft das auch als christlich. Und im Grunde ist es inzwischen tatsächlich, ich will jetzt nicht sagen Kampf, aber doch, man muss schon aufpassen, dass eben der Begriff des Christlichen dadurch nicht in Misskredit gerät. Ich kann Ihnen sehr empfehlen, Thomas Schmid, Publizist, früher Herausgeber der Welt, hat einen sehr, sehr guten Beitrag geschrieben, der heißt Rohe Christen. Und da redet er auch davon, also dass im Grunde jetzt diese Teil der Christen machen eine Art Christenfestung aus Europa. Mhm. Und wir erleben ja auch, also in Bayern zum Beispiel, dieser ganze
Kreuzerlass, den ja Gott sei Dank die Großkirchen auch kritisiert haben, wie im Grunde selbst das Kreuz wird als so ein Identitätssymbol und damit auch seiner religiösen Bedeutung letztlich beraubt und wird eingesetzt, um ausgrenzend zu sein. Die nächste Stufe ist dann, das ist jetzt im CSU-Mission nicht der Fall, aber das sehen Sie sehr stark bei der AfD, wie wirklich auch theologische Begriffe werden umgedeutet. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt, und das ist für Christen eine sehr ernste Stelle, der Umgang mit Fremden ist in Matthäus 25 Maßstab für das Weltgericht Jesu Christi. Also Jesu Christi fragt, im Prinzip bist du für den Fremden da gewesen, für den Obdachlosen hast du ihm geholfen. Und wenn nicht, dann habe ich dich nie gekannt. Also insofern ist auch Nächstenliebe, praktische, tätige Liebe, das ist nicht irgendwas, was dann ja gerne verspottet wird als gutmenschenhaft, sondern das ist wirklich was in der Bibel im Neuen Testament angelegt ist. Und wenn Sie dann mit vielen dieser Menschen sprechen, die sich dem Rechtspopulismus politisch zugewendet haben, wie hältst du es mit der Nächstenliebe? Wie kann man so hart in der Flüchtlingspolitik sein? Das ist ja kein Nächster. Das ist ein Fernster. Also ich habe Beispiele im Buch drin, aber ich habe es genug oft auch wirklich persönlich gehört. Dann heißt es, ja, also Nächster, das ist vielleicht meine Frau oder meine Tochter oder der Deutsche noch und vielleicht noch der Europäer. Aber der Syrer doch nicht, der ist Fernster. Da können Sie als Theologe sicher, nach allem, was ich dazu als Nicht-Theologin weiß, ist das wirklich, das stimmt nicht. Also der Begriff des Nächsten ist in der Bibel nicht örtlich zu verstehen. Das ist für uns natürlich auch besonders sensibel, weil es hat ja dieselbe oder eine ähnliche Art von Auseinandersetzung in den 30er Jahren gegeben zwischen den deutschen Christen, die ein völkisches Christentum vertreten wollten, und der bekennenden Kirche in der Frage, wie man sich zum Nationalsozialismus zu verhalten hat. Und da sind ganz ähnliche Fragen aufgekommen, und da war Dietrich Bonhoeffer einer der schärfsten Denker, der eben deutlich gemacht hat, christliche Nächstenliebe, er hat das 1937 in seinem Buch Nachfolge geschrieben, christliche Nächstenliebe, das Spezifische von ihr ist eben nicht, dass ich meine Familie und meinen Bruder und meinen Mitchristen liebe. Da sagt er, das tut, er hatte ja noch eine ziemlich klare Sprache, er hat gesagt, das tut jeder Heide. Ja, jeder Mensch liebt seinen Bruder, seinen Nächsten. Das spezifisch Christliche ist es gerade, dass man diese Grenzen überwindet. Und das hat er damals natürlich in die Zeit des Nationalsozialismus hineingesprochen. Das habe ich sehr intensiv studiert in meiner Studienzeit, weil ich mich damit auseinandersetzen wollte. Und es ist für mich frappierend zu sehen, dass so etwas wieder aufkommt. Als hätte man nicht all diese Dinge schon einmal durchdekliniert. Und dann, weil Sie auch noch sagten, was ist in Zeiten der Säkularisierung, wird da dann das Christentum denn überhaupt noch ernst genommen? Meine Beobachtung ist die, je weniger die Menschen christlich sozialisiert sind, desto mehr sind sie anfällig für solche komischen Deutungen des Christentums. Ja? Deswegen ist es, wenn Sie sich auch angucken, es ist sicherlich nicht ganz weit hergeholt zu sagen, dass auch im Bereich der ehemaligen DDR, wo viele keine christliche Bildung genießen konnten, da kann man ihnen eher einen Christentumsbegriff nahelegen als jemanden, der tatsächlich Konfirmandenunterricht gehabt hat, der Religionsunterricht gehabt hat. Und diejenigen, die mir schreiben, wir haben ja alle wahrscheinlich die Erfahrung, dass wenn man sich kritisch öffentlich äußert gegen Rechtspopulismus, dass man dann jede Menge eigentümlicher Mails und Briefe bekommt. Was ich da zum Teil bekomme, das zeugt davon, dass wirklich kein Basiswissen von dem ist, was wirklich christlich ist. Denn diese Erfahrung hat die bekennende Kirche ja auch gemacht. Als von einem deutschen Christentum geredet wurde, haben sie gesagt, ja, was ist denn das Kriterium für Christentum? Das ist eben, sich an der Person Jesu Christi festzumachen, wie sie es ja gerade auch getan haben. Man muss im Neuen Testament schauen, in welchem Geist ist denn Jesus Christus mit den Menschen umgegangen? Und dann kommen sie sehr schnell an den Punkt, wo sie sagen, ja, das, was hier vertreten wird, Ausgrenzung von Menschen, Unterschiede machen zwischen Menschen, die Armen sozusagen zu übergehen, das hat doch nichts mit dem Geist Jesu Christi zu tun. Und ich glaube, in diese Auseinandersetzung kommen wir wieder hinein. Und insofern, die Säkularisierung bewirkt nicht,
dass diese christlichen Themen dann nicht mehr interessant sind, sondern sie bewirkt, dass die Menschen erzählt bekommen können, dieses sei christlich, obwohl es mit einem bisschen christlicher Grundbildung widerlegt werden könnte. Ich will noch mal nachfragen, aber Frau Bednarz hat noch ein Zitat. Das will sie jetzt genau anbringen. Also das also ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie das sagen, denn genau das ist das Problem. Also dadurch, wenn gerade Menschen, die eigentlich nicht sonderlich gläubig sind und dieses rechte Gedankengut adaptieren bis hin zu völkischem Gedankengut, dann und sich gleichzeitig sagen können, das ist ja christlich, dann wirkt es natürlich rein psychologisch für sie selber schon mal harmloser. Klar. Und wenn sie das dann verbreiten, ist es auch leichter für andere zu akzeptieren, wenn es christlich daherkommt. Wir reden hier natürlich, es gibt natürlich schon auch, das sind jetzt nicht die deutschen Christen 2.0, also wir reden hier nicht über neue Nazis, das sind Rechtsintellektuelle, aber eben Neurechte, die völkisch denken, wie es eben damals in Weimar auch schon der Fall war. Und um das mal plastisch zu machen, lese ich Ihnen jetzt mal kurz vor, wie das zusammengeht bei dem wohl bekanntesten Vertreter der neuen Rechten, nämlich Götz Kubitschek. Es gab im März 2016 eine Sendung auf der Dreisat Kulturzeit und da hat eben Götz Kubitschek seinen Glauben als gläubiger Katholik beschrieben. Es war dann eingeblendet, ein großes Kruzifix, was dort auch auf Schnellroda in dem Haus hängt. Und er sagte dann, wenn Sie das jetzt von einem gläubigen Christen hören wollen, das deutsche Volk ist eben ein Entwurf Gottes und es ist eine besondere Art, durch die Geschichte zu gehen mit allen Höhen und Tiefen. Es geht aber noch, man kann das noch steigern. Und gesteigert hat das Hans-Thomas Tillschneider. Das ist ein AfD-Abgeordneter aus Sachsen-Anhalt. Der Kopf ist der patriotischen Plattform. Das ist sowas Ähnliches wie der Flügel von Björn Höcke, also auch gehört auch zum radikalen Teil der neuen Rechten innerhalb der AfD. Und Till Schneider hat im Frühjahr 2016 gesagt, er hat das auf Facebook geschrieben, die Völker sind Gedanken Gottes. Und dann weiter. Gott hat die Menschen nach Völkern erschaffen. Die Völker sind Gedanken Gottes. Niemand hat das Recht, sie bis zur Unkenntlichkeit zu entstellen. Mit der Globalisierung und der zügellosen Masseneinwanderung erhebt sich der Mensch gegen die Schöpfung. Also so geht das zusammen. Rechtes Denken im völkischen Gewand. Also da ich sehe, dass der Bischof von die Magna Carta der Selbstdemokratisierung des Protestantismus rausgeholt hat, will ich noch mal kurz reflektieren oder resümieren. Es ist relativ einfach zu sagen, wie ist die Verbindung zwischen völkischem und christlichem Denken, weil wir die Erfahrung mit den deutschen Christen haben im Protestantismus. Wir wissen, wie das, wie wirklich eine faschistoide Ideologie sich mit dem Christentum verbinden kann, welche Ideologumena dazugehören. Und wir haben Bonhoeffer und wir haben genügend, und wir haben die Barmer theologische Erklärung, die aus der wahrscheinlich gleich zitiert werden wird. Nein. Also das heißt, im Grunde genommen müsste der, also ich sag mal, ich unterstelle jetzt mal dem Katholizismus, dass ohne Barmer theologische Erklärung auch ähnliche Annäherungsprozesse an die Demokratie ja gelaufen sind nach 45. Sie haben das ein bisschen beschrieben mit dem Ablegen auch des Denkens in Völkern und vielleicht in, also diese, das ist jetzt ein relativ weites Feld, aber wie kann man als konservative Kirche auch sozusagen positiven Bezug zur Demokratie gewinnen? So, jetzt zähle ich mal zusammen. Also es gibt 25 etwa von jeder Kirche 25 Millionen Menschen. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir eine sehr starke Geschichte der Auseinandersetzung haben innerhalb des, mir geht es jetzt mal um die Christen, nicht um die Säkularen, die anfällig sind, das haben Sie ja relativ plausibel geklärt. Wie anfällig können eigentlich Christen, die in dieser Tradition stehen, tatsächlich sein? Oder ist es so, dass wir in diesem Land, dass das quasi kommunizierende Röhren sind? Ja? Also Entkirchlichung geht quasi einher mit Anfälligkeit gegen rechtes Denken. Also so muss man ja dann, ja, wenn man in der Konsequenz denkt, nach so vielen Jahren wirklich einer Demokratieverankerung von christlichem Denken, von Kirchen, wo man ja annehmen kann, okay, also diejenigen, die sich wirklich
glaubwürdig, also man muss jetzt schon ein Adjektiv dazu tun, die sich glaubwürdig als Christen verhalten, sind eigentlich nicht anfällig für rechtes Denken. Ist das so oder ist das nicht so? Also mir geht es immer noch mal um die Frage, wie groß ist der Einfluss sozusagen des rechten christlichen Denkens oder dieses Denkens und wie stark ist tatsächlich die Verbindung zum völkischen Denken innerhalb der beiden Kirchen? Also ich glaube, das Phänomen auch bei der Partei der AfD ist ja, dass es die schillerndsten Ansätze gibt. Ja. Es gibt auf der einen Seite sicherlich die ich gerade beschrieben habe, die wenig christliche Sozialisation haben und deshalb sehr anfällig sind für einen bestimmten Christentumsbegriff, weil sie ihn gar nicht hinterfragen können. Es gibt aber auch die sehr, sehr konservativen, sehr gut sozialisierten Christen, die aufgrund bestimmter Themen, die sie wiederfinden, bei den Rechtspopulisten, und das sind natürlich die Themen, die Sie auch genannt haben, dann meinen, diese Partei unterstützen zu müssen und die Augen davor verschließen, was sie alles an gefährlichen Dingen mit einkaufen. Die gibt es ganz genauso. Ich wollte übrigens natürlich nicht die Barmer Theologische Erklärung zitieren, weil die habe ich natürlich im Kopf, da brauche ich nicht das Buch aufzuschlagen. Sondern es steht in diesem Buch immer unten Anmerkungen, was die deutschen Christen gesagt haben und wogegen sich die Barmer Theologische Erklärung richtet. Und das, was Sie vorgelesen haben, an der Verbindung von Völkischen und Christlichen, das kann man eben wunderbar hier bei den deutschen Christen schon wiederfinden. Aus den Richtlinien der deutschen Christen vom 16. Mai 1933, den deutschen Kirchen eine Gestalt zu geben, die sie fähig macht, dem deutschen Volke den Dienst zu tun, der ihnen durch das Evangelium von Jesus Christus gerade für ihr Volk aufgetragen ist, das ist das Ziel der deutschen Christen. Und Sie haben vorgelesen, dass dort das Gedankengut herrscht, das Deutschsein sei ein besonderes Geschenk Gottes. Bei den deutschen Christen heißt das dann so: Wir sehen in Rasse, Volkstum und Nation uns von Gott geschenkte und anvertraute Lebensordnungen, für deren Erhalt zu sorgen uns Gottes Gesetz ist. Also es sind ganz ähnliche Grundgedanken. Das Volkstum ist eine von Gott geschenkte Größe und wir dienen Gott dadurch, dass wir das Volkstum gegen das Fremde verteidigen. Das wollte ich zitieren, weil da sind die Parallelen doch nun wirklich auf der Hand. Jetzt schreiben Sie ja, Frau Bettnartz, also Grüne und Katholiken würde das Denken über den Nationalstaat hinaus verbinden. Oder es ist ein Zitat, ich weiß nicht. Jedenfalls, es kommt irgendwo in Ihrem Buch vor, dass es so einen grundgrünen Impuls gibt, der den Nationalstaat eher zurückweist. Und im Katholizismus versteht sich das unter dem Motto der Weltkirche ja von selbst. Wie ist das jetzt mit dem Protestantismus? Weil das, was Sie gerade vorgelesen haben, deutsche Christen, das Nationale, dafür ist der Protestantismus in seiner Geschichte, also wir haben gesehen, dass es Aufarbeitung gibt, immer anfällig gewesen. Ja, aber da glaube ich wirklich, dass die Zeit des Nationalsozialismus und die bekennende Kirche, die sich dagegen ja theologisch gewandt hat, die ja nach den theologischen Grundlagen gefragt hat, wie man also dieses völkische Denken auch aufbricht, dass das eine Zeit ist, in der wir echt was gelernt haben. Ja. Und trotzdem ist es ja so, wie Rudolf von Tannen mal gesagt hat, im Protestantismus ist zwischen dem Nationalstaat und der weltweiten Ökumene viel Platz. Er bezog das auf das Thema Europa, dass das Thema Europa zu wenig vorkommt im Protestantismus. Jetzt zielt meine Frage so etwas, ehrlich gesagt, hinterhältig auf Seiten in Frau Bettnartz Buch, wo sie zwei Fälle aus ihrer Landeskirche beschreibt, wo Pfarrerinnen und Pfarrer tatsächlich große Nähe oder sogar Mitglieder, Parteimitglieder der AfD waren. Wie sind Sie damit umgegangen? Ja. Wie reflektieren Sie das? Wie wird das diskutiert innerhalb der Kirche? Ist das ein offener Dialog? Ist das eine offene Auseinandersetzung? Also wir haben uns schon sehr früh damit auseinandergesetzt, wie gehen wir als Kirche, also als Kirchenleitung damit um, wenn zum Beispiel Mitglieder der AfD sich wählen lassen wollen in unsere kirchenleitenden Gremien. Diese Frage haben wir uns gestellt vor einer Gemeindekirchenratswahl. Was machen wir denn dann, wenn ein Funktionär, der evangelisch ist, der in der
AfD ist, der sich menschenfeindlich äußert, nun sagt, ich möchte in der Gemeinde Verantwortung übernehmen und lässt sich auf die Wahlliste schreiben. Dann haben wir das sehr, sehr genau juristisch und theologisch uns angeguckt. Wir müssen natürlich, wir dürfen natürlich auch die Freiheit des Gewissens, die ein hohes Gut ist in der evangelischen Kirche, nicht zu stark einschränken. Und dann haben wir juristisch untersucht, das Wahlprogramm der AfD oder das Programm überhaupt, das Grundsatzprogramm, gibt nichts Juristisches her, um grundsätzlich jemanden auszuschließen, der sich der AfD anschließt. Das muss man zunächst mal juristisch akzeptieren. Was aber in unserer Kirchenordnung steht, ist, dass derjenige, der sich menschenfeindlich äußert oder eine menschenfeindliche Institution unterstützt, keine Verantwortung in kirchenleitenden Gremien übernehmen darf. Sodass wir unterscheiden müssen zwischen der schlichten Mitgliedschaft in einer Partei und der Person, wie sie selbst sich positioniert. In dem Moment, wo ein evangelischer Christ sich öffentlich abfällig über Menschengruppen äußert, können wir sagen, er ist nicht weiter haltbar in einem kirchlichen Gremium und er ist auch als Pfarrer nicht weiter haltbar. Sodass ich jetzt auch niemanden prinzipiell ausschließen kann, selbst wenn er Mitglied der AfD ist im Pfarramt. Aber ich muss sehr genau hinschauen, in dem Moment, wo er von der Kanzel menschenfeindliche Dinge äußert, muss sofort eingegriffen werden. Und ich finde, diese Unterscheidung ist uns auch angemessen. Ich kann nicht sozusagen von oben herab einfach sagen, so zack, Mitgliedschaft raus, sondern es muss eine inhaltliche Auseinandersetzung sein. Und in diesem Spektrum finden auch die Fälle statt, die Sie beschrieben haben. Ja? Es gibt Gemeindeglieder, die sich sehr darüber aufregen, dass wir nun als Kirchenleitung nicht einfach Menschen aus dem Dienst suspendieren. Aber so einfach ist es nicht. Man muss sich inhaltlich mit ihnen auseinandersetzen. Und wie passiert diese Debatte? Also wie muss man sich das vorstellen? Gibt es dann so hier eine Gemeindeversammlung oder ganz wird dieser Dialog offen geführt? Ich meine, es wäre für diese Gesellschaft von erheblicher Bedeutung, wenn die Kirchen, die ja ein großes Spektrum an politischen Einstellungen versammeln, und das ist ja auch genau der Auftrag, wenn die sozusagen vorbildhaft vorangehen würden. Wie passiert das? Vielleicht passiert das ja. Den einen Fall haben Sie ja beschrieben, da hat der Superintendent das Gespräch gesucht. Da ist die Pfarrerin ja auch dann schließlich aus der AfD ausgetreten. In der Gemeinde wird es immer noch weiter diskutiert. Im Grunde ist das ein offener Prozess. Ein anderes Beispiel, das finde ich noch wesentlich glaubwürdiger und besser, und zwar ist das in meiner Bischofskirche, ist im Gemeindekirchenrat ein Mitglied der AfD. So, was hat die Gemeinde gemacht? Sie hat gesagt, kein Ausschlussgrund. Wir können nicht einfach sagen, so zack, raus. Aber der Gemeindekirchenrat hat sich inhaltlich mit der Frage beschäftigt, hat seine eigene Position bestimmt. Die ist mit einer Gegenstimme angenommen worden, eben mit der Stimme des Betroffenen, der dagegen gestimmt hat. Ansonsten haben alle für diese Erklärung, wo sie ihre Position gegenüber dem Rechtspopulismus klar machen. Und auf der Homepage dieser Gemeinde steht jetzt diese Erklärung des Gemeindekirchenrats, wo sie sich klar positionieren, aber es ist mit einer Gegenstimme angenommen worden. Damit markiert man die Differenzen, aber schließt den Menschen nicht aus. Und so müssen Sie jetzt in diesem Gemeindekirchenrat ständig an einzelnen Sachfragen sich abarbeiten. So anstrengend ist es eben. Und ich glaube, wir müssen uns auf diese anstrengenden Diskussionen auch in unserer Gesellschaft einstellen. Wir sind ja schon fast ein bisschen bei der Frage, was kann man eigentlich tun, um Vordringen von völkischem Denken und von nicht glaubwürdigem christlichen Denken sozusagen zu unterbinden. Ich möchte aber nochmal zurück. Wir waren ja bei der Frage, wie viel völkisches Denken steckt sozusagen in den rechten Christen. Sie haben ja noch von anderen so Markerthemen gesprochen. Also ein Thema war Gender. Also woher kommt diese unglaubliche Emotionalität, insbesondere von Frauen, also wenn ich jetzt mal an Birgit Kelle oder Kubi denke, woher kommt dieser irre Furor in diesen Fragen?
Ja, also gute Frage. Ich fürchte, die endgültige Antwort darauf habe ich auch nicht. Aber einen Schritt noch mal zurück. Also das Milieu ist in sich dann auch wieder ein bisschen heterogen. Also es ist nicht so, dass jetzt, im Grunde sind es sogar die geringere Anzahl derjenigen, die wirklich völkisch denken. Also da Sie jetzt Birgit Keller ansprechen, das ist zum Beispiel jemand, der nicht völkisch denkt. Also es gibt eben diese Stufe drunter, da finden Sie dann eben auch diese Stimmungsmache pauschal gegen den angeblichen Genderwahn oder auch andere Themen. Aber es ist, man muss halt immer schon dann auch genau hinschauen, wer vertritt eigentlich was. Aber im Endeffekt sind es eben bestimmte Themen, die Sie da in unterschiedlichen Ausprägungen bei verschiedenen Personen finden. Und bei den eben wirklich, bei den Radikalrechten, da ist dann alles letztlich dann vorhanden. Also um zu diesem Gender-Thema zu kommen, ich glaube, ich stehe auch mit dieser These nicht alleine, es gibt in diesem Milieu eine unglaubliche Fixierung auf Sexualität. Und auf sogenannte Sexualsünden, in Anführungsstrichen. Man fragt sich schon, woher das kommt. Also Michael Diener zum Beispiel, auch Mitglied im Rat der EKD, ein Evangelikaler, der sehr, sehr differenziert ist und wirklich als einer der Ersten auch versucht hat, in diesen bestimmten evangelikalen Milieus auch sehr stark ausgeprägte Aversion gegen Homosexualität dagegen auch was zu sagen. Der hat es auch moniert und sagt eben, es ist eine unglaubliche Fixierung auf dieses Thema und es wird auch und besonders auf dieses Thema Homosexualität und es wird so herausgepickt. Also die Bibel geißelt ganz viele andere Sachen. Neid, Wut, also auch die Todsünden, das spielt komischerweise gar keine Rolle. Und wenn man sich dann mal... Füllerei zum Beispiel. Ja, auch. Und das mal alles so anschaut, dann wundert man sich tatsächlich, warum ausgerechnet dieses Thema so eine große Rolle spielt. Man findet viele Stimmen, die dann auch sagen, im Grunde befindet sich die Gesellschaft in einem Verfall, alles wird dekadent. Und die Ehe für alle ist im Moment so das Thema, was so als der größte Dekadenzausweis gilt. Deswegen läuft bei der Gelegenheit herzlich willkommen, Volker Beck. Genau. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Und da wird wirklich extrem mobil gemacht. Ich versuche in dem Buch, also einen kurzen Exkurs zu differenzieren. Es ist so, es gibt wirklich Bibelstellen, die sich sehr krass, kann man so sagen, dagegen aussprechen. Und die Frage ist aber, wie muss man das eigentlich verstehen? Und ich habe mit vielen Theologen gesprochen und es ist nach meiner Ansicht so, man muss diese Stellen im Lichte ihrer Zeit sehen. Und die Homosexualität, die es damals gab, das war zwischen Herren und Sklaven. Das ist überhaupt nicht vergleichbar mit heutigen Liebesbeziehungen. Und komischerweise, die gleichen Leute, die aber diese Bibelstellen wörtlich nehmen, nehmen andere Bibelstellen gar nicht wörtlich. Zum Beispiel, dass die Frau beim Gebet ihr Haupt verdecken soll. Das wird sogar als Schande in der Bibel bezeichnet, wenn sie es nicht macht. Da hält sich auch kein Mensch dran. Ne? Also Sie sehen, das so ein bisschen Rosinenpickerei. Also ich vermute, vielleicht ist es auch einfach, immer dieses Thema so herauszugreifen. Und dann glaube ich, ist es aber auch so, dass sich so Themen verselbstständigen. Also wenn Sie sich ich kenne es ja auch noch von innen, wenn Sie in diesen Zirkeln sind und jeden Tag auf Facebook Postings zum Gender waren, wie bedrohlich das doch alles ist und damit jeden Tag zugeschüttet werden, dann glauben Sie es irgendwann. Leider, so differenziert er ja auch ist aber auch Papst Franziskus bei diesem Thema leider auch irgendwie anfällig für diese Propaganda und sieht also auch in Gender eine Riesenbedrohung. Aber ich wollte Ihnen auch da mal kurz vorlesen, wie weit das geht, wie radikal diese Leute sein können. Weihbischof Andreas Laun aus Salzburg, inzwischen nicht mehr aktiv. Ich sehe schon, es ist Ihnen ein Begriff. Der Herr fällt immer wieder mit doch sehr drastischen Äußerungen auf. Und Laun zum Beispiel hat geschrieben, und das ist keine Einzelmeinung. Also das ist wahrlich keine Einzelmeinung, aber da sehen Sie, wie extrem das ist. Er schrieb also, in unserer Zeit hat es bereits zwei besonders teuflische Auseinandersetzungen zwischen Gott und seinem und unserem Feind gegeben, den Nationalsozialismus und den Kommunismus, die unendlich viel Leid über die Menschen brachten. Keine Frage. Beide gründeten in gewaltigen Lügen über Gott und die Menschen. Man hätte es bis vor einigen Jahren nicht geglaubt, aber heute ist wieder eine grauenhafte Lüge groß und mächtig. Sie nennt sich Gender.
Sie greift die Menschen in ihrer Intimsphäre an. Und das wird da geglaubt. Also es wird geglaubt, der Mensch, es gäbe eine mächtige Agenda der EU und der Vereinten Nationen, die eben diesen geschlechtsneutralen Menschen schaffen wollen. Verschwörungstheorie. Das ist ja kein einfaches Thema, auch für die Kirchen nicht. Der Katholizismus bis heute, ich glaube, ehrlich gesagt, für den Katholizismus sind die Frauen auch tatsächlich eine Bedrohung, weil das einfach eine von Männern gesteuerte, geleitete Institution ist, in der ohne Frage viele Frauen in führenden Positionen tätig sind. Das darf man nicht vergessen. Aber eben sozusagen in der bestimmte Führungspositionen sind aber eben dem Priesteramt vorbehalten. Und trotzdem, die evangelische Kirche hat sich, die evangelischen Christen haben sich auch mit der Homosexualitätsfrage lange, lange sehr ernst rumgeplagt und wie resümieren Sie jetzt im Angesicht der Situation, in der wir sind, in der es diese unglaublichen Angriffe gibt auf alles, was sich unter diesem, für mich, unter dem Thema Menschenrechte und gleiche Teilhabe verbirgt? Wie resümieren Sie diese Prozesse der evangelischen Kirche jetzt im Lichte dieser Entwicklung, die wir genommen haben? War es richtig? Wurden Leute vielleicht zu wenig gehört oder sind Mehrheitsentscheidungen, also ich meine, es hat Mehrheitsentscheidungen gegeben. Auf welcher Basis sind die getroffen worden? Also wir haben da ja Gott sei Dank hier in unserer Kirche, in der EGPO, eine grundlegend gute Erfahrung gemacht. Wir haben diese Thematik breit diskutiert und wir haben einen Synodenbeschluss gefasst mit ganz, ganz großer Mehrheit, obwohl er, also in geheimer Abstimmung, haben wir das extra gemacht, damit man uns nicht vorwirft, es hätte so einen gewissen Gruppendruck in der Synode gegeben. Nur ganz, ganz wenige Gegenstimmen. Und ich finde es ungeheuer wichtig, dass wir in der evangelischen Kirche diesen Prozess durchgemacht haben, weil für mich geht es da ans Eingemachte, nämlich an das Bibelverständnis. Es geht um die Frage, wie interpretieren wir die Bibel? Nehmen wir sie wörtlich, biblizistisch bis fundamentalistisch, was man nur kann, wenn man Sachen rauspickt. Denn Sie können unmöglich alles, was in der Bibel steht, direkt in unsere Zeit übertragen. Da müssten Sie für die Todesstrafe sein, da müssten Sie für die Verschleierung der Frauen sein, dann dürften Sie schon mal in der Gemeinde gar nicht reden. Ja? Also das sind natürlich alles Dinge, die dann auch in dem rechtsevangelikalen Kreisen niemand fordert, obwohl dann andere Dinge einfach mit dem Argument durchgesetzt werden sollen. Es steht ja in der Bibel. Das heißt, es geht wirklich um die ganz wichtige Frage, welches Bibelverständnis haben wir? Und das nennt man ja in der Theologie, welche Hermeneutik, welche Lehre, die Bibel auszulegen. Und das Wichtige an der evangelischen Kirche ist, dass wir eine Hermeneutik haben. Wir sagen, wir legen die Bibel von ihrer Mitte aus. Und das ist das befreiende Evangelium Jesu Christi. Und schon Martin Luther hat also Sachkritik innerhalb der Bibel geübt, indem er ja den Jakobusbrief als strohene Epistel bezeichnet hat, weil da das Evangelium nicht genug vorkommt. Und nur wenn man diese Art von reflektierter Bibelauslegung hat, wo man dann auch sehr klar bestimmte Dinge einer zeitgeschichtlichen Kultur zuordnen können. Sie haben es ja schon gesagt, die Homosexualität, was damals zur biblischen Zeit, zur neutestamentlichen Zeit Homosexualität war, ist nicht das, was heute gelebte gleichgeschlechtliche Partnerschaft ist. Und insofern kann man nicht einfach das direkt übertragen. Und das ist deswegen so wichtig für unseren Glauben, weil es auch ganz wichtig ist, dass wir diese Form von Bibelverständnis, dass wir uns da einig werden. Wir haben gleichzeitig eine Form gefunden, dass wir sagen, wenn in unserer Kirche Menschen eben einen anderen Zugang haben und die Bibel eben doch noch teilweise wörtlicher nehmen, dann werden wir sie nicht ausschließen. Dann haben sie eine auch innerhalb unserer Kirche eine Gewissensfreiheit. Wir zwingen keinen Pfarrer, eine Trauung gleichgeschlechtlicher durchzuführen. Aber wir sagen, jeder Christ, der gleichgeschlechtlich lebt und eine Trauung haben will, muss die Gelegenheit haben, in unserer Kirche dies auch zu bekommen. Das darf er muss nicht selber hinterherlaufen, wenn nun er in seiner Gemeinde einen Pfarrer hat, der dies nicht tun will, sondern dann hat die Kirche die Verpflichtung, in angemessener Weise dafür zu sorgen, dass jemand sich dafür zuständig fühlt. Das Ganze ist eine sehr gute Entwicklung und ich möchte dieses Ergebnis deswegen auch verteidigen.
Aber hängt man da, das ist die protestantische Position und die Entwicklung in der evangelischen Kirche und da sind, wir haben auf jedem Kirchentag, gibt es ein großes Zentrum, Geschlechterfragen, Genderfragen und da gibt es einfach sehr viel Austausch, auch mit der Heinrich-Böll-Stiftung und mit anderen. Aber wie ist das Verhältnis zur Ökumene? Also sowohl was die anderen Konfessionen angeht, den Katholizismus angeht, die Orthodoxie angeht. Und wie ist das Verhältnis in der, also gerne auch Frau Bettnartz dazu, weil man sich ja schon, also stelle mir die Frage wirklich ernsthaft, weil ich beobachte, dass die Böll-Stiftung hat in ganz Europa in ihren Büros, also in den europäischen Büros, die wir haben, Menschen, die sich um die Implementierung dieser menschenrechtlichen Aspekte kümmern, also um Genderfragen kümmern. Und die stoßen jedes Mal an diese Grenze zu sagen, also wenn wir an dem Punkt weitergehen wollen, mehr Menschenrechte für LGBTI-Menschen, mehr Gleichheit zwischen Männern und Frauen, dann sind wir eigentlich angewiesen auf Leute, die nicht unter dem Einfluss der Orthodoxie sind. Also nehmen wir mal die Ukraine. Ja? Und ich frage, also für mich ist es eine große Herausforderung, wie gelingt es uns als Menschen, die davon überzeugt sind, dass es um Menschenrechte und gesellschaftliche Teilhabe geht, wie gelingt es uns, ein Gespräch anzufangen, was eben nicht was ermöglicht, dass Menschen bei ihrem Glauben bleiben können und gleichzeitig diesen Weg gehen, den Sie beschrieben haben. Ist das ein Thema in der Ökumene? Wird das diskutiert? Sehen Sie da Chancen? Also es ist natürlich ein Thema in der Ökumene, hier bei uns auch katholisch-evangelisch, wobei ich da auch gute Erfahrungen gemacht habe, wenn ich mit katholischen Kollegen im geistlichen Amt spreche, dann sagen die schon, dass innerhalb der katholischen Kirche das Problem oder die Frage des Umgangs mit gleichgeschlechtlich Lebenden, die Verantwortung füreinander übernehmen, noch nicht ein Weg gefunden worden ist. Es gibt ja erste Ansätze, dass dann auch wirklich gesagt wird, wir müssen Wege finden, das ethisch zu würdigen. Dass zwei gleichgeschlechtlich Lebende sagen, wir wollen füreinander Verantwortung übernehmen. Wie geht die katholische Kirche damit um? Das ist noch ungeklärt. Natürlich ist es ganz klar, dass durch das sakramentale Eheverständnis die katholische Kirche es wesentlich schwieriger hat, da einen Weg zu finden als wir, wobei in der evangelischen Kirche ja die Ehe ein weltlich Ding ist, ja? Und auch die Ehe von verschiedengeschlechtlichen ist nichts anderes als ein Segen anlässlich des Ja-Wortes, was die beiden sich geben. Insofern haben wir gar nicht so die großen Probleme zu sagen. Es gibt eine Trauung für gleichgeschlechtlich und eine Trauung für verschiedengeschlechtliche. Da haben wir theologisch durch unsere Tradition weniger Schwierigkeiten, aber für die katholische Kirche ist das noch eine offene Frage. Mit der Orthodoxie ist es natürlich schwieriger, sehr viel schwieriger. Aber da muss ich sagen, müssen wir Evangelischen auch unsere Rolle in der Ökumene angemessen spielen. Wir müssen genau das, was wir theologisch erkannt haben, auch glaubwürdig leben. Und ich glaube, wir können das glaubwürdig leben. Und dann müssen wir die Spannungen in der Ökumene aushalten. Die gibt es natürlich auch weltweit. Wenn Sie das Luthertum in Tansania anschauen, die haben da auch ihre großen Schwierigkeiten mit dem, wie wir es machen. Aber das ist eben unsere, ich sage es jetzt mal ganz pathetisch, das ist eben unsere Berufung als Protestanten in Westeuropa, die von der Aufklärung geprägt sind, die ein bestimmtes Bibelverständnis entwickelt haben, das glaubwürdig ist, unser Zeugnis auch für die weltweite Christenheit zu leben. Ich wollte kurz noch ergänzen, weil das auch wichtig ist. Umgekehrt ist es natürlich auch wichtig, dass man auch Menschen zugesteht, die jetzt sagen, sie sind gegen die Ehe für alles, ist ja oftmals auch eine Generationenfrage. Ich glaube, jemandem, der jetzt 70, 80 ist, fällt es schwerer als jemandem, der das für viel normaler erachtet, als das, oder wie wir das vielleicht heute jetzt machen. Aber das, also nur gegen die Ehe für alle zu sein, das macht jemanden nicht rechts. Also das haben Sie auch gesehen in der Bundestagsabstimmung. Es gibt eben, man kann das, viele argumentieren aus ihrem Glauben heraus. Ich warne auch davor, dann schon zu sagen, das darf man oder das geht zu weit. Das ist an sich noch eine okaye Position, weil man sagt, die Ehezwecklehre der katholischen Kirche ist anders.
Man muss gerade, und das ist ein sehr sensibles Thema, weil es so schnell geht, man muss aber genau hingucken, ab wann es homophob wird. Und das geht sehr oft Hand in Hand, aber nicht immer. Weil Sie über die katholische Kirche sprachen, der Katechismus der katholischen Kirche verbietet tatsächlich die Auslebung von Homosexualität. Ob das immer so bleibt, ich hoffe nicht. Da kommt ja auch gerade was in Bewegung. Aber er sagt eben, man müsse Homosexuelle mit Respekt behandeln. Und genau das passiert halt oft nicht. Und auch da leider das Beispiel Matthias Matussek, der, Sie kennen vielleicht diesen Artikel, wo er dann der zum großen Aufschrei auch zurecht führte, ich bin homophob und das ist gut so. Das war gar nicht der schlimmste Artikel. Das ging noch weiter in der Diskussion mit Stefan Niggemeier. Dann gab es einen weiteren Text, wo er eben sagt, es ist ein Fehler der Natur und verglich das mit der Ahornsirup-Krankheit. Und die Ahornsirup-Krankheit ist ein Gendefekt. Da sterben Säuglinge dran. Und das gleichzusetzen, das ist wirklich das, wo es kippt. Und da muss man aufpassen. Und diese Form eben der Verächtlichmachung, das ist wirklich was fundamental auch dem christlichen Verständnis von Menschenwürde widerspricht. Ich bin mir relativ sicher, dass wir das auch noch mit Ihnen diskutieren, dieses Themenfeld Gender. Ich würde gerne noch zu dem anderen, es sind ja kommen, das Sie am Anfang genannt haben, also das völkische Denken, das Genderdenken und der Islamhass. Jetzt, wenn wir das nochmal parallelisieren mit dem deutsch-christlichen Denken, und dieser antisemitischen Grundverankerung der damaligen Zeit, könnte man so weit gehen zu sagen, es ist ein Ersatz? Also ich bin immer mit diesen Parallelen zum Dritten Reich sehr zurückhaltend. Also ich knüpfe es lieber an, wirklich an die Zeit der 30er Jahre, weil das ist ja auch das, was wir jetzt in anderen Ländern sehen, diese Renaissance des Rechtsautoritären. Ich glaube, es steht jetzt kein neues Neonazitum wirklich bevor. Damit will ich das andere überhaupt nicht verharmlosen. Aber ja, und das gab es eben in den 30er Jahren auch. Damals wurden die Juden verächtlich gemacht. Und diese Stimmungsmache, die es mittlerweile gegen Muslime auch ganz pauschal gibt und gegen das nimmt schon doch erschütternde Ausmaße an. Es gibt natürlich einen wesentlichen Unterschied. Von den Juden gingen damals keine Selbstmordattentate oder Terroranschläge aus. Wir haben natürlich auch, da machen Sie sicher, Herr Beck, auch sehr verdienstvoll drum, wir haben hier auch radikale muslimische Strömungen, der Al-Quds-Tag zum Beispiel. Also insofern hinkt die Parallele etwas, aber es gibt natürlich eine pauschale Stimmungsmache und insbesondere in diesen gern rechts gedrifteten christlichen Kreisen wird oftmals nicht unterschieden zwischen Islam und politischem Islam, sondern es wird einfach flagrant behauptet, dass der Islam eigentlich immer politisch sei und würde er hier die Mehrheit bekommen, wäre er es auch hier, dass er immer auf Unterwerfung ausgerichtet ist und dass im Grunde hier schon so eine Art vorauseilender Gehorsam passiert. Und dann, und das ist das Perfide, es werden Einzelfälle grotesk aufgebauscht. Es gibt richtige Mythen der Islamisierung. Das kennen Sie bestimmt, die angeblichen Wintermärkte, die ganzen Weihnachtsmärkte, die umbenannt werden, politisch korrekt in Wintermärkte. Es gibt solche Fälle, sie sind verschwindend gering. Es gibt vielleicht, am Münchner Flughafen ist es so, ansonsten ist es herbeihysterisiert. Es wurde letztes Jahr ein Riesenshitstorm ausgelöst gegen den Bürgermeister von Elmshorn. Über Twitter, da hat Frau Steinbach auch mit zu beigetragen, weil der Weihnachtsmarkt dort Lichtermarkt heißt. Der heißt aber schon immer Lichtermarkt, weil sich die Stadt Elmshorn so eine spektakuläre Lichtershow ausgedacht hat, 2007 schon. Dann wird gerne behauptet, dass St. Martins Umzüge würden in Sonne, Mond und Lichterfest. Solche Fälle gab es. Nach meinen Recherchen sind das auch so irgendwie zwischen 10 und 20 vielleicht. Ansonsten sind überall natürlich immer noch Martins Umzüge da. Und Dann gab es letztes Jahr den sogenannten Traditionshasen. Das war, ich komme ja aus Hamburg, auf der Mönckebergstraße im Karstadt, auf einem Kassenzettel stand für den Lind-Osterhausen Traditionshase. Das hatte irgendwann mal jemand in den 90ern eingegeben. Da wurde dann auch direkt draus gemacht, der darf nicht mehr Osterhase heißen, aus Angst vor dem Islam. Und dann kommen wir jetzt, weil wir auch, genau, Thema Christentum, die Kreuzabnahme am Tempelberg.
der Lieblingsmythos des Milieus. Was war passiert? Kardinal Marx und Heinrich Bert vom Strom waren vor der Klagemauer und auf dem Tempelberg und haben dann auf Anraten ihrer, ihrer Begleiter auf dem Tempelberg, ihrer muslimischen Begleiter, ihr tatsächlich ihr Kreuz abgenommen, bevor sie in den Felsendom gegangen sind. Dazu muss man wissen, dass das diese auch arabische Behörde vor Ort sehr, sehr strikt ist. Und es war im Grunde, ihnen wurde dann diese Moschee gezeigt, was normalerweise auch, die eigentlich normalerweise gar nicht gezeigt wird. Das hat dann Lukas Wiegelmann in der Welt sehr gut beschrieben. Also es war im Grunde so schon ein Versuch, im Gespräch zu bleiben. Und danach wurden die Kreuze auch wieder angelegt. Es war aber nicht irgendwie als Unterwerfung misszuverstehen. Ihnen wurde sogar irgendein Hinweis auf Jesus, glaube ich, gab es auch in dieser Moschee, der wurde dann gezeigt. So, und daraus wird bis heute gemacht, die Unterwerfung vor dem Islam, die Kreuzabnahme am Tempelberg. Und diese Beispiele werden eben in Dauerschleife immer, immer wieder repetiert und so den Leuten letztlich auch eingehämmert. Also ich würde das auch nicht parallelisieren, die Ablehnung des Islam heute und die Ausgrenzung der Juden in der Nazizeit, da gibt es viel zu viele Dinge, die ganz, ganz anders sind. Ich finde den Ansatz, der Ansatz sind für mich eigentlich die Menschenrechte, die Religionsfreiheit. Man kann hier bei uns nicht einfach pauschal behaupten, dass der Islam keine Religion ist, sondern eine Ideologie, die vorhat, die Weltherrschaft bei uns zu übernehmen. Das ist schlichtweg falsch und das nimmt den muslimisch Gläubigen das Recht ihrer Religion hier bei uns leben zu können. Das finde ich den schlichtesten Ansatz, das ist aber durchschlagend. Ich fand es sehr interessant in Ihrem Buch, dass Sie auf den Blasphemie-Paragraphen eingegangen sind. Paragraph 166 Strafgesetzbuch, da heißt es, wer öffentlich den Inhalt des religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnisses anderer in einer Weise beschimpft, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, der macht sich strafbar. Wenn das wirklich stimmt, müsste man ja überlegen, ob nicht das auch eine strafbare Handlung ist, in einer pauschalen Weise islamische Gläubige so zu diffamieren. Also ich finde, an dem Punkt kann man einfach mit unserer Religionsfreiheit argumentieren und da wird ständig die rote Linie überschritten bei den Thesen, die rechtspopulistische Politiker in die Welt setzen. Aber ist noch Zeit für diese Art der Differenzierung? Ich meine, es ist klar, dass wir uns hier auf dem Podium völlig einig sind, dass wir eine vielfältige Gesellschaft sind. Wir arbeiten wirklich mit allen Mitteln daran, genau dieses religiösen, kulturellen Pluralismus unter klaren Werte, Kriterien, die uns die Verfassung vorgibt, voranzubringen. Aber ist diese Zeit noch, nehmen die Kirchen wirklich ihre Verantwortung für diese so klare Formulierung, die sie jetzt gefunden haben, zu sagen, Religionsfreiheit ist ein verfassungsrechtlich verbrieftes Recht, das gilt auch für Muslime. Nehmen die Kirchen so, dass ihre gesellschaftliche Verantwortung genug war. Ich meine, die Angst, da bin ich sozusagen auch historisch bei diesen Longue-Durée-Thesen, ja, der französischen Geschichtswissenschaften. Es gibt eine tief sitzende Angst der Europäer vor den Muslimen. Ich würde das wirklich so weit treiben, ja, zu sagen, die Türken vor Wien. Den Spruch kennen wir alle irgendwie. Und auch dieses Thema Abendland, allein dieser Begriff Abendland, der kommt ja daher, dass man sagt, dass wir sind das Abendland gegenüber zum Morgenland. Ja? Allein das ist ja im Grunde genommen schon die Kampfansage. Und die Türken vor Wien, das ist der Abend der Welt. Deswegen sind wir das Abendland. So, also diese, ich will nur sagen, das hat sehr, glaube ich, sehr tiefe, sehr mentale und gesamt, in nicht nur in Deutschland, sondern in Gesamteuropa Wurzeln. Und wie aktiv kann man so einen Mentalitätswechsel eigentlich vorantreiben? Wie aktiv muss man ihn vorantreiben, wenn es plötzlich um solche völlig irrationalen, also vieles andere ist auch irrational, wir hatten beim Gender-Thema auch darüber gesprochen, aber was muss man eigentlich, was muss man da vorantreiben, um diesen Mentalitätswechsel zu schaffen?
Also ich glaube ja, auf der anderen Seite dürfen wir nicht unkritisch mit dem islamischen Glauben umgehen. Wir müssen da genauso an die Menschenrechte appellieren. Ja? Und da ist immer der Punkt, an dem es sich letztlich zeigt, ist die Religionsfreiheit, auch die Religion wechseln zu können. Also ich sage immer, wenn ich auf Diskussionen bin oder Vorträge vor Muslimen halte, in unserem Land kann man seinen Glauben frei aussuchen. Es muss möglich sein, vom islamischen Glauben zum Christentum sich hinzuwenden. Also wir müssen genauso die Menschenrechte gegenüber den islamischen Gläubigen zum Ausdruck. Das haben wir vielleicht ein bisschen zu wenig gemacht in letzter Zeit. Wir erwecken immer den Eindruck, wir wären sehr stark interessiert daran, muslimische Menschen in unsere Gesellschaft zu integrieren, aber natürlich nicht völlig unkritisch. Ja, und das andere ist, ich meine, warum müssen wir jetzt unbedingt immer an die Türken vor Wien erinnern? Wir können ja nun auch daran erinnern, dass in Spanien es blühende Zeiten gab, wo Muslime und Christen ihre Kultur sich gegenseitig haben befruchten lassen. Also das sind ja auch irgendwelche Traumata, die da weitergetragen werden. Und das müssen wir ja nun auch nicht unbedingt unterstützen. Ich finde das sehr interessant, dass Sie das ansprechen mit diesem Mythos, denn dieser Mythos, was heißt Mythos, dieser historische Fakt, der wird tatsächlich leider sehr, sehr befeuert. Also Alexander Gauland hat, ich glaube schon vor 2 Jahren sprach er davon, man habe ja die Türken 1683 nicht umsonst vor Wien geschlagen. Und noch viel gefährlicher, da subtiler, als die neue österreichische Regierung ihren Koalitionsvertrag vorgestellt hat. Herr Kurz und Herr Strache Herr Kurz von der ÖVP und Herr Strache von der FPÖ, das haben die gemacht auf dem Wiener Kahlenberg. Und das ist genau der Berg, vor dem damals das Osmanische Reich nicht weitergekommen ist. Also eine unglaublich hohe Symbolkraft. Und ich glaube, ehrlich gesagt, also Sie haben recht, man darf wie überhaupt nicht mit, generell nicht mit zweierlei Maß messen. Aber ich fürchte, es ist gerade in dieser ganzen Islamdebatte wirklich so aufgeheizt inzwischen, dass es schwierig wird. Also ich immer dann, wenn ich mit Muslimen auch rede, gerade auch mit weiblichen Muslimen, sagen die mir unisono, dass die Art von Beschimpfung auch im Alltag alleine des Kopftuches wegen enorm zugenommen hat. Und wenn ich ehrlich bin, ich bin in der Nähe des Ruhrgebiets aufgewachsen. In meiner Klasse waren 6 oder 7 türkische Kinder. Das war alles problemlos. Also man hat es auch gar nicht wirklich so wahrgenommen. Das gehörte in gewisser Weise mit dazu. Ich merke selber, dass mir Kopftücher im Alltag stärker auffallen als früher, weil permanent darüber gesprochen wird. Und ich fürchte fast, dadurch, dass diese Stimmungsmache so da ist, dass das bei Leuten, die dafür anfällig sind, dann verfängt und man dann denkt, da sind ja überall Fremde. Und ich glaube, richtig aufbrechen kann man das eigentlich nur, wenn es mehr Kontakt gibt. Also wenn man das auch ein bisschen... Das in Anführungsstrichen Fremde wird ja weniger fremd, wenn man es kennt. Jeden Tag am 3. Oktober gibt es den Tag der offenen Moschee. Wenn man vielleicht, wenn auch Schülergruppen oder so da mal hingehen, sich das mal anschauen, dass also dieser Islam, dieses abstrakte Schreckgespenst für die Leute, für die er das leider ist, das so ein bisschen genommen wird. Also ich glaube, das geht nur so, weil die Art und Weise, wie da inzwischen auch das immer weiter angeheizt wird, das nimmt schon ziemlich erschütternde Züge an. Jetzt sind Sie gleich dran. Ich will noch eine kurze Frage an beide richten. Und zwar, wir haben die zum Teil schon gestriffen. Was tun? Also an Frau Bednarz die Frage, fürchten Sie, dass die Kirchen in dieser Haltung, wie Bischof Dröge sie repräsentiert, einknicken? Ich war letztes Jahr in den USA, die Presbyterian Church haben die früher, die sind unheimlich reich, weil sie sehr eng verbunden waren mit Sklavenhaltern und so weiter. Die haben sich völlig gewandelt. Es ist eine offene, liberale Kirche. Die haben die Hälfte ihrer Mitglieder verloren. Das macht sich wirklich bemerkbar. Also es geht auch um die Existenz. Glauben Sie, haben Sie Angst, dass die Kirchen einknicken? Ich habe eigentlich keine Angst, dass die Kirchen einknicken. Aber was ich so mitbekomme aus Gesprächen mit Kirchenvertretern, ist eine große Hilflosigkeit gegenüber Menschen in ihren Gemeinden, die dieses Gedankengut adaptiert haben,
und wie man sich praktisch mit ihnen auseinandersetzt, ohne dass es irgendwann so ist, dass sie schlichtweg nicht mehr zur Kirche kommen und im Grunde der Kontakt abbricht. Und das ist meine große Sorge. Also nach außen positionieren sich die Kirchen ja sehr stark. Sie machen das auch. Sie haben ja auch beschrieben, den Umgang. Aber dass man so ganz praktisch auch den Gemeinden Argumentationshilfen an die Hand gibt, dass mal verstanden wird, was ist das überhaupt für Denken? Wenn Ihnen jemand begegnet als Pfarrer, der plötzlich sagt, nee, also der Syrer ist kein Nächster, dass man sofort doch die theologische Antwort parat hat. Und das Ganze geht weiter. Ich gehöre ja zu denjenigen, die sagt, man soll mit Rechten reden, weil sie mit der Ausgrenzung keinen einzigen Menschen für die Mitte zurückgewinnen. Das ist wirklich so. Also und es ist unglaublich anstrengend, den Diskurs zu führen, oft auch fruchtlos, aber auch nicht immer. Also wir haben ja das Beispiel von Annette Schuldner vom Kirchentag schon genannt. Ich habe selbst auch ein paar andere Aussteigergeschichten aus der AfD begleitet im Hintergrund. Also man muss wirklich versuchen, und man erlebt es ja im Freundes- und Bekanntenkreis, dranbleiben, mit den Leuten sprechen, ihn immer trennen zwischen Person und Haltung, gerade auch als Christ, selbst wenn jemand so schreckliche Sachen sagt, nett sein, ihn als Menschen annehmen und mit viel Geduld letztlich versuchen, davon wieder abzubringen. Bischof Dröge, ist der Rat, den Frau Bettners jetzt gegeben hat, zusammen mit dieser, das gehört ja auch ein bisschen dazu, mit dieser Empfehlung, rechtes Denken von konservativem Denken zu unterscheiden, damit haben wir angefangen, ist das etwas, was helfen kann, einzelne Christinnen und Christen zurückzugewinnen, die enttäuschten, Räume zu öffnen für die Debatte? Ja, also ich fand das sehr überzeugend, wie Sie das dargelegt haben, dass wir unterscheiden müssen zwischen denen, die eine konservativere Politik, auch Kirchenpolitik wollen, die eintreten wollen für ein bestimmtes Familienbild, die sagen, es müsste auch in unserer Kirche mehr Einsatz für das ungeborene Leben geben. Das muss alles möglich sein. Aber wo die Grenze wird dort überschritten, wie Sie sagen, wo es zu einem rechten und rechtsextremen Denken kommt. Und ich finde, in der Auseinandersetzung ist es für uns als Kirchenleitende wichtig, diese rote Linie auch immer wieder deutlich zu machen. Also wo es ins Völkische, ins Menschenverachtende, ins Rassistische übergeht, wo auch ein Diskursstil gepflegt wird, der schon brutal ist, das beschreiben Sie ja auch sehr gut, wo man also davon ausgeht, wir geben den Willen des Volkes wieder und wer sich uns entgegenstellt, der ist in einem System gefangen, das erlebe ich selber schon. Wenn ich argumentiere, dann bekomme ich als Antwort aus rechtspopulistischen Kreisen, ja, der muss in seinem Denksystem ja so denken, aber in Wirklichkeit ist das alles anders. Sprich, keine inhaltliche Auseinandersetzung zu suchen, sondern Abwehrmechanismen aufzubauen. Also da müssen wir in der Linie völlig klar sein, wo wir noch nicht so gut sind, und das müssen wir tatsächlich lernen, ist Räume anzubieten, wo Menschen, die anfällig sind für die Thesen der Rechtspopulisten, auch mit ihren Ängsten vorkommen können. Also ich finde, das müssen wir noch besser schaffen, und da gilt es tatsächlich auch immer zu unterscheiden, wie Sie sagen, zwischen der Person, die ich achten muss, und dem Inhalt, den ich scharf bekämpfen kann. Ich habe zum Beispiel eine Erfahrung, damit will ich dann auch das Thema abschließen, eine Erfahrung gemacht. Ich kenne einen sehr, sehr engagierten Pfarrer in dem flachen Land von Brandenburg, wo es wirklich absolut strukturschwach ist. Und seit einem Jahr fing der an, mir Briefe zu schreiben, wo er immer stärker so rechtspopulistische Thesen übernommen hat. Und irgendwann habe ich gedacht, was ist denn da eigentlich los? Und dann habe ich ihn eingeladen, habe gesagt, da müssen wir uns doch mal drüber unterhalten. Wir kennen uns doch. Ich verstehe gar nicht, wieso Sie jetzt diese Thesen meinen, vertreten zu müssen. Und dann zeigte sich, dass er wirklich von Zukunftsangst befallen war. Wie soll das eigentlich mit dieser Kirche hier weitergehen? Wir werden keinen Nachwuchs mehr bekommen. Ich habe immer mehr zu tun. Es sind immer mehr Leute, die wegziehen. Er hatte echte Sorgen, echte Zukunftsangst und fühlte sich dann von diesen Negativvisionen der Rechtspopulisten angesprochen und sagte, es muss sich alles irgendwie grundsätzlich ändern. Und in dem Moment, wo ich mit ihm sagen konnte, wie wir als Kirchenleitung auch die Probleme sehen und an den Problemen arbeiten,
Zeiten. Da fiel das so wie ein Kartenhaus bei ihm zusammen und er sagte, naja gut, das wusste ich ja nicht und das müssten wir doch viel mehr wissen. Und es war sofort wieder ein Zugang da. Und ich glaube, das ist symptomatisch. Menschen, die also befallen sind von einer Sorge für sich selbst, für die Zukunft, die sind anfällig für solche Thesen und da müssen wir einfach Kommunikation suchen. Gut, jetzt gibt es schon eine ganze Reihe von Wortmeldungen und die beiden, jetzt die Regel ist jetzt die, es gibt viele Wortmeldungen und ich fände es fair, wenn möglichst viele auch zu Wort kommen können, aber keine Co-Referate und ich verspreche Ihnen, ich achte auch darauf, dass die beiden, die jetzt anderthalb Stunden geredet haben, auch dann nicht nochmal in weitere Referate verfallen. Deshalb gilt die Regel plus minus eine Minute Frage, plus minus eine Minute Antwort, so über den Daumen. Im Mittelblock habe ich jetzt sehr viele Meldungen gesehen und in dem Block, ich würde jetzt einfach mal bei, wenn Sie nochmal Ihre Arme heben, ja, dritte Reihe, blauer Pullover bitte. Salim Samai. Vielen Dank an Bischof Dröge und vielen Dank auch an die Heinrich-Böll-Stiftung für das Thema. Das ist eine Revolution für mich. Danke. Ich habe jetzt einen Kommentar und eine Frage für Dr. Bednarz. Haben Sie Chris Hedges Buch The Christian Right gelesen? Was gelesen? Ja, Chris Hedges, er ist New York Times Journalist. Er hat ein Buch über Evangelikalen geschrieben, schon vor 10 Jahren ungefähr. Es heißt The Christian Right. Sie sollen das lesen. Jetzt ich habe meine Frage oder mein Kommentar. Sie haben etwas vergessen. Ich bin nicht familiär mit dem deutschen christlichen Recht, aber mit den Amerikanern ein bisschen. Sie haben vergessen Israel als Hauptfixierung der christlichen Recht. Das ist sehr entscheidend. Danke. Das ist ganz kurze Antwort. Genau, schwierig bei dem Thema, aber es ist tatsächlich so, dass das Israel-Thema wird leider oft instrumentalisiert durch die christliche Rechte. Und das wird übrigens auch kritisiert von vielen Juden auch oder eben auch von Leuten, die sich sehr für Israel einsetzen. Alan Posener, mit dem ich zusammen einen Blog betreibe, hat das auch schon zum Thema gemacht. Also ist es im Grunde, und das ist total bizarr, die Leute instrumentalisieren vielfach Israel, um ihr Ressentiment gegenüber dem Islam auszuleben. Oder sie versuchen irgendwas zu entdecken an aktuellen Entwicklungen in Israel, was auf die Endzeit, die Apokalypse hindeutet, der Wiederaufbau des Tempels, die absurdesten Sachen, die man dann da rein interpretiert. Und vor allem, das ist jetzt mein allerwichtigster Punkt und das hat mich wirklich erschüttert, die gleichen Leute, nicht alle, aber vielfach, die gleichen Leute, die sich so betont israelfreundlich geben, wenn es um Muslime geht, sind oftmals auch diejenigen, die von Schuldkult sprechen. Und es sind teilweise auch die gleichen bekannten Publizisten, die Rolf-Peter Sieferle verteidigt haben, dieses Buch Finis Germania, was letztes Jahr durch die Medien ging, die aber gleichzeitig immer ihre Israel-Freundschaft, also das passt halt auch nicht so ein bisschen. Ne? Man will da nicht so wahnsinnig, das soll angeblich keinen Schuldkult betreiben, aber gleichzeitig gibt man sich ostentativ als Juden- und Israel-Freund. Mhm. Gut, vierte Reihe bitte. Ja, Steuermann. Ich möchte noch mal diese Grenzlinie ein bisschen in Frage stellen. Dieser harmlose Konservatismus, wo fängt der an, wo hört er auf? Und da ist ja immer auch hier in Brandenburg haben wir ja auch eine lange Tradition mit Militarismus. Und nun gibt es ja in Potsdam den Wiederaufbau der sogenannten Garnisonskirche. Und ich gehöre zu den Leuten, die unterschrieben haben, dass wir Christen keine Garnisonskirche brauchen, sondern dass sie zumindest umbenannt werden sollte. Und, aber die Kirchenleitung hat sich leider dagegen ausgesprochen. Und nun wollte ich doch mal fragen, wie das so ist. Also ob der Militarismus, der damals tatsächlich in der Garnisonskirche Urständ gefeiert hat, einfach mal wieder so ausgeblendet wird und ob wir da wieder doch die Rechte ein bisschen einen Schub in die Gegenwart geben. Gut, abendfüllendes Thema, aber kurze Antwort bitte, Herr Bischof. Der Punkt ist ja genau, dass die Garnisonkirche nicht den Rechten überlassen werden soll, sondern dass ein Versöhnungs- und Friedenszentrum in der Garnisonkirche aufgebaut wird. Und wir als Synode haben ja es nur unterstützt mit der Bedingung, dass der Bau schon äußerlich anders aussehen muss als die alte Garnisonkirche.
Das heißt, es ist ganz ist ein gutes Projekt, weil es die Tradition aufbrechen will und in einem friedensethischen Zentrum genau diese Themen behandelt werden sollen. Frau Bettnatz, obwohl sie nicht aus Potsdam ist. Ganz kurz, weil das ist im Grunde Teil einer größeren Debatte im Moment. Rekonstruktionsarchitektur, auch sehr stark geführt im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau der Frankfurter Altstadt. Ein guter Freund von mir, das kann ich offen sagen, Stefan Trübi, ein Architekturprofessor aus Stuttgart, hat sich da sehr in diese Debatte auch eingemischt, wurde dafür sehr angefeindet. Es ist so, natürlich ist die Rekonstruktion an sich nichts Rechtes. Aber es ist so, dass dieses Thema innerhalb der rechten Szene eine große Rolle spielt. Das sehen Sie daran, dass Architekturthemen auch in Medien der neuen Rechten seit einiger Zeit extrem gepusht werden und es schon Teile gibt, die eben darin auch so einen Gegenentwurf zur Moderne sehen. Es sind Leute, die dann teilweise das Bauhaus auch ablehnen. Also insofern gibt es diese Verknüpfung und ganz kurz, konservativ versus rechts in extenso hier beschrieben, aber also zum einen immer dann, wenn es ethnisch wird, also eine harte Law-and-Order-Politik mag man aus linker Sicht ablehnen, ist aber nicht rechts, ist immer noch konservativ. In dem Moment, wenn sie sich gegen ethnisch Fremde richtet, wird sie rechts. Und an sich auch markige Sprüche, Franz Josef Strauß, das ist auch nicht rechts. Rechtspopulistisch wird es dann, wenn man sich anmaßt, für den angeblichen Volkswillen, für den gesunden Menschenverstand zu sprechen und alles andere eben für nicht dem Volkswillen entsprechend ansieht. Das ist so die klassische Definition letztlich von rechts. Moralischer Alleinvertretungsanspruch. Erste Reihe und dann letzte Reihe. Herr Volker Beck, ich wollte es noch ein bisschen komplizierter machen. Es gibt eine neue Untersuchung des Pew Research Centers über Haltungen von Christen in Westeuropa zu Minderheitenfragen, zu LGBT, aber auch zu Juden und Muslimen. Danach kann man für Deutschland feststellen, jetzt die Gesamtgesellschaft, würden 19% unserer Bürger sagen, wir wollen keine Juden in der Familie akzeptieren und 33% würden sagen, wir wollen keine Muslime in der Familie akzeptieren. Aber wir sehen kurioserweise, ich hätte das ehrlich gesagt ganz anders erwartet und ein Stück weit als Christ auch gehofft, ein Kontinuum von je säkularer, desto toleranter, je christlicher, desto judenfeindlicher und muslimfeindlicher. Und das zeigt ein bisschen, dass das, was wir jetzt gehört haben über die Haltung der evangelischen Kirche bei all diesen Themen, bei der katholischen Kirche, bei einigen diesen Themen, da muss man immer die Genderfrage rausnehmen, überhaupt nicht bei den Christinnen und Christen an der Basis in der Haltung ankommt. Und es gibt, glaube ich, eine Notwendigkeit, wie sowas wie die Evangelisierung der Christen, die noch in der Kirche sind. Weil das geht eigentlich ja vollkommen am christlichen Menschenbild vorbei. Wenn Christentum und sogar kombiniert mit häufigerem Kirchgang ein semantischer Container für Nationalismus und autoritären Charakter wird, ist aber bei einem relevanten Teil der Fall. Und ich meine, da haben die Kirchen eine große Aufgabe vor sich, die weit darüber hinausgeht, jetzt in die Gesellschaft hinein, als zivilgesellschaftlichen Organisationen und Meinungsbilder zu kommunizieren, eine gewisse politische Haltung, sondern selbst in die eigenen Reihen eigentlich da etwas machen muss. Und ich glaube, das ist bislang so noch gar nicht diskutiert worden, dass offensichtlich die schönen Synodalpapiere dann am Ende im lebensweltlichen Alltag der Christinnen und Christen gar nicht ankommen. Zweiter Aspekt, nur ganz kurz ein Satz. Bei dem Thema Gender müssen wir einerseits, glaube ich, als progressives Camp überlegen, ob wir unsere Sprache verändern, weil wir bis weit in die Mitte der Gesellschaft hinein völlig missverstanden werden mit dem, was da mit gemeint und gewollt und gesagt werden soll. Und mich alarmiert ist, dass ursprünglich am rechten Rand der katholischen Kirche, bei der Kirche in Not, das ist so ein päpstliches Werk, aber die sind wirklich sehr rechts konnotiert, dieses Wort Genderismus auftaucht. Und auf einmal lese ich das wieder in Amoris Laetitia, dem letzten Lehrschreiben nach der Familiensynode der katholischen Kirche von Papst Franziskus, wo das vom rechten Rand in das Zentrum der Kurie eine Karriere gemacht hat. Und das muss einen ein bisschen alarmieren, wenn der Mainstream mittlerweile von Begriffen und Vokabular aus dem rechten Rand dominiert wird. Gut, also zwei große Themen.
Ja, ich kann Ihnen da nur recht geben. Ich war auch zunächst erstaunt über diese Prozentzahlen. Das ist für uns eine große Herausforderung. Das ist ja nicht anders beim christlich-jüdischen Dialog, dass wir jetzt inzwischen auch merken, was wir, also auch meine Generation, erarbeitet hat in den 70er, 80er Jahren an Dialog zwischen Christen und Juden und Erneuerung des Verhältnisses zum Judentum, dass das in der nächsten Generation doch trauriger aussieht, als wir gedacht hatten. Also da gebe ich Ihnen einfach recht. Das ist eine große Herausforderung. Ja, absolut. Und es ist ja so, dass in evangelikalen Kreisen nach wie vor, also in Teilen wohlgemerkt, ich rede über einen Teil des evangelikalen Milieus. Es sind nicht alle, der rund 70% schätzungsweise sind nicht so. Aber das Thema Judenmission zum Beispiel, also der Kirchentag macht es ja Gott sei Dank nicht mit. Aber es ist eben immer, auch in Teilen dieser Kreise, werden Juden auch immer noch auch als deutliches Missionsobjekt betrachtet. Zu Ihrem Punkt, also das ist ja, Sie sprechen mir ja aus dem Herzen, deswegen habe ich dieses Buch ja geschrieben, um die Kirchen auch letztlich stärker noch für dieses Thema auch ein Bewusstsein zu schaffen. Und um mal so ein bisschen, ich kenne es ja von innen, wie in diesen Milieus gedacht wird. Die Amtskirchen werden dort mehr oder weniger verachtet. Also Beatrix von Storch zum Beispiel, Galionsfigur des Milieus, Protestantin, geht nach eigenen Angaben aber mittlerweile in eine traditionalistische Kirche hier in Berlin. Und die hat zum Beispiel mal sehr abfällig Kardinal Wölki als Regierungssprecher bezeichnet, weil ihr in einer Talkshow, weil ihr die Flüchtlingspolitik nicht gefällt. Also Sie müssen sich das so vorstellen, die ein ganz beliebtes, negativ konnotiertes Wort ist der Zeitgeist. So, die evangelische Zeitgeistkirche, die sich dem Zeitgeist anbietet. Franziskus ist der Plapperpapst, der Plauderpapst, der Karnickelpapst, der wird gar nicht ernst genommen in diesen Kreisen. Meistens wird er, wenn er Glück hat, noch bei seinem Nachnamen genannt, Bergoglio. Und im Prinzip herrscht in diesen Kreisen das Denken vor, wir sind diejenigen, die den wahren Glauben erkannt haben, den strengen Glauben, das drumherum ist verweichlicht und uns interessiert im Prinzip gar nicht so sehr, was die Amtskirchen machen. Die Aversion gegen die EKD ist noch größer als innerhalb der katholischen Kirche, aber auch da nimmt das zu. Da lesen Sie dann auch Worte wie die verkommene deutsche Bischofskonferenz. Kardinal Marx ist ein richtig großes Feindbild, der gilt auch als liberal. Wölki, jahrelang Galionsfigur der Konservativen, seit Wölki in seiner Berliner Zeit als Bischof liberaler wurde und sich jetzt auch eben in der Flüchtlingspolitik engagiert, wird auch nicht gutiert. Erzbischof Schick in Bamberg wurde mit Shitstorms überzogen, als er sich 2014 gegen Pegida ausgesprochen hat. Also die Leute basteln sich im Grunde so ein bisschen ihren Privatglauben und das ist das große Problem und sie sind vor allem auch noch stolz drauf. Das heißt, im Endeffekt glauben die eher, dass sie die Kirche missionieren müssen, reden ja auch immer von Re-Evangelisierung oder Rekatholisierung. Und das ist wirklich eine unglaublich große Herausforderung. Also ich kann nur sagen, ich persönlich war wirklich enttäuscht. Ich hatte die naive Vorstellung, als ich begonnen habe, zunächst sehr zaghaft das so ein bisschen in Frage zu stellen auch, dass man Leute damit zum Nachdenken bringt. Aber das ist nicht so. Also das ist in den allerseltensten Fällen passiert. Fast alle Leute, die ich damals kannte, wollten von Selbstkritik gar nichts wissen. Und sorry, wenn ich jetzt überziehe, nur ganz kurz, damit man das mal versteht. Das sind diese Strukturen, tragen dazu bei. Diese Leute bewegen sich in ihren eigenen Kreisen. Sie lesen jeden Tag die gleichen Feindbilder auf Facebook. Die Medien da draußen werden verachtet, als ich überspitze jetzt aber als Mainstream-Medien, als Lückenpresse. Stattdessen werden sogenannte Alternativmedien gelesen. Und so geht das jeden Tag immer so weiter. Und dadurch entwickelt sich wirklich so ein Binnenleben. Ich will es jetzt nicht sektenähnlich nennen, aber es zumindest doch, was sich sehr verkapselt. Und das ist ganz schwierig, da wirklich Leute wieder rauszubekommen. Ja, ganz. Ja, danke schön. Ich wollte mal nachhaken, was Sie, Herr Tröge, gesagt haben. Es gäbe doch eigentlich nicht so viel Parallelen zwischen der Hetze gegen Muslime und damals als Juden ausgegrenzt worden. Nun habe ich den Holocaust selbst nicht erlebt, aber ich möchte Ihnen da eine Nachbarin von mir zitieren, die leider vor 2 Jahren im Alter von 93 Jahren verstorben ist. Die ist Jüdin gewesen und sie ist damals im Alter von knapp 16 Jahren ist sie mit ihrer Familie nach Israel ausgewandert, um zu fliehen. Später nach Ende des Krieges, das war 1950, zog sie dann mit ihren Angehörigen, also die hat noch gelebt, haben nach Österreich und 1981 ist sie dann nach Berlin gezogen. Und
Es war damals die Zeit 2009, 2010, als Sarrazin mit seinen Thesen in der Öffentlichkeit die Öffentlichkeit gesucht hat. Und bei der Präsentation seines ersten Buches sagte sie mir, so hat es damals auch bei uns angefangen. So hat es, genau so fing es an. Und wenn wir nicht aufpassen, dann kann eines Tages auch Sie mögen das jetzt als Panik ansehen, ich sehe das gar nicht als Panik. Ich halte das durchaus für realistisch, dass eines Tages auch Muslimen das widerfährt, was den Juden widerfahren ist. Vielleicht nicht in 10, 20 Jahren. Ich meine, der Holocaust ist auch nicht über Nacht entstanden. Dem ist ein Jahrzehnte bis Jahrhunderte langer Judenhass vorgegangen. Antisemitismus. Und da muss ich auch Martin Luther erwähnen, der bei all seinen Verdiensten, die ich nicht schmälern möchte, aber auch ein bisschen zu sehr hofiert wird, weil er war ja auch ein Antisemit. Man kann es ihm vielleicht nachsagen, er war einer von Millionen Antisemiten, denn das jahrhundertelang gehört es ja fast in Europa und in Deutschland zum guten Ton. Und wenn dann jetzt, um jetzt noch das was anderes, es wird immer so viel gesprochen von gewissen Politikern, vor allem von der CDU, CSU, wir müssen die jüdisch-christliche Tradition wahren. Und da sage ich, was ist die jüdisch-christliche Tradition? Die jüdisch-christliche Tradition war gerade der Antisemitismus und Judenhass, den die beiden Amtskirchen jahrhundertelang propagiert haben. Es war die katholische Kirche damals, die die Kreuzzüge entfacht hat und Millionen von Menschen regelrecht abschlachten ließ. Und was konservativ betrifft, ich weiß nicht, wahrscheinlich stimmen Sie mir dazu, Frau Bettnerz, es gibt den Wertkonservatismus, also ich bin politisch links, ich bin bei der Linken, aber ich bin auch Katholik. Und gerade deswegen bin ich trotzdem konservativ, wertkonservativ. Okay. Ich hasse nicht dieses ich mag dieses Strukturkonservative nicht. So, jetzt, ja. Genau, jetzt geht's los mit dem Co-Referat. Aber danke für die Fragen. Nochmal zurück zum Thema Antisemitismus, Vergleichbarkeit. Naja, ich glaube, schon auf einem höheren Abstraktionsniveau gibt es natürlich Parallelen. Also da, wo es anfängt, wo Menschenverachtung anfängt, da gibt es Parallelen. Ich finde nur, die geschichtliche Situation ist doch so unterschiedlich. Damals war es ein totalitäres Regime, heute sind wir in einer liberalen Demokratie und so weiter. Also die Warnung, dass wir den Anfängen wehren müssen, wenn angefangen wird, bestimmte Menschengruppen auszugrenzen. Da ist natürlich eine Parallele, das würde ich sagen. Martin Luther, wir haben uns ja bewusst in dem Jubiläumsjahr auch kritisch mit Martin Luther auseinandergesetzt und zwar sehr deutlich auch mit seinem Antijudaismus. Das ist ein Punkt, das muss man einfach eingestehen. Da muss man ihn aber, man muss ihn interpretieren von dem, was er Neues und Gutes gebracht hat und das, was er, was bei ihm zu kritisieren ist, muss man auch in aller Schärfe kritisieren und da gibt es auch kein Pardon. Da bin ich also ganz bei Ihnen und wir bemühen uns, das auch immer sehr deutlich herauszustreichen. Was war das dritte Thema? Wertkonservatismus, aber dazu will vielleicht ja. Frau Bett, das richtet sich, glaube ich, eher an Frau Bettnerz. Genau, ich wollte nur das auch noch kurz was dazu sagen. Also ich sehe das exakt so. Aber eben es gibt auf dieser höheren Abstraktionsebene durchaus gewisse Äußerungen, die sehr bedenklich sind. Also ich bin auch jemand, der sagt, wer hier kein Recht auf Asyl hat, muss konsequenter abgeschoben werden. Das würde auch die Akzeptanz derjenigen erhöhen, die zu Recht hier sind. So. Warum sage ich das? Da sind wir wieder dabei, das ist klassisch konservativ. Was sagen Rechte? Björn Höcke hat schon 2015 von einer Obergrenze von minus 200.000 gesprochen. Einfach so, diese Zahl, ohne zu sagen, nur die, die tatsächlich kein Bleiberecht haben. Die identitäre Bewegung spricht von Remigration. Was soll das sein? Also da fragt man sich ja, und vor allem, wie soll das denn funktionieren? Ist damit Ausbürgerung gemeint? Sollen die Leute außer Landes geschafft werden? Wenn ja, nach welchen Kriterien? Wird nebulös offen gelassen. Remigration. Und dann denken Sie an Alexander Gauland, der Frau Özurus am liebsten in Anatolien entsorgen wollte. Und dann hat die AfD versucht, sich rauszureden. Ja, entsorgen hat, ich weiß nicht, wer es war, Johannes Kahrs oder so. Auch andere hätten schon gesagt, entsorgen. Ja, ja. Polemisch überspitzt, aber nicht in Anatolien entsorgen. Denn das heißt nichts anderes als ausbürgern, als deportieren. Und in dieser ganzen Diskussion um Dennis Yücel wurde ja auch teilweise in der AfD gesagt, das sei ja gar kein Deutscher, so wie er redet, sei antideutsch und so weiter. Ne? Also das heißt, da haben wir schon zumindest so, was so Ausbürgerungstendenzen angeht, das gibt es da schon.
Ja, Jörg Haas, Religion besteht ja aus zwei wichtigen Elementen. Auf der einen Seite Regeln, Riten und Symbole, wie zum Beispiel das Kreuz, und auf der anderen Seite innere Haltungen, Beziehungsgeschehen, Gott zu den Menschen und zwischen den Menschen. Das, was dann unter Nächstenliebe hier genannt wurde. Und ich glaube, das Spannende an der Stelle ist, dass diese beiden Dinge getrennt werden. Dass sozusagen die Symbole und die Riten abgetrennt werden von dem inneren Geschehen. Und da wird meines Erachtens von den rechten Christen sozusagen, werden die Symbole usurpiert und losgelöst von dem inneren Beziehungsgeschehen. Und da würde ich gerne in den Kommentaren hören zu dem, was in jüngster Zeit in den letzten 4 Wochen passiert ist. Herr Söder hat in den letzten 4 Wochen 2 Dinge getan. Er hat auf der einen Seite in einem Tweet das Wort von Asyltouristen in den Mund genommen, also in den öffentlichen Raum gestellt, was ich schon eine Verächtlichmachung von Flüchtlingen ist. Und dann gleichzeitig hängt er in den Amtsstuben das Kreuz auf und usurpiert damit für seine Politik sozusagen das Kreuz. Und ehrlich gesagt, Bedford Strom hat darauf relativ schwach reagiert, Marx hat relativ stark reagiert und ist massiv unter Beschuss geraten, ja, von der rechten Seite. Also ich finde, die Bedrohung durch das rechte Christentum kommt gerade von Südosten, kommt von Österreich, von Orbán und kommt über die CSU in die deutsche Politik. Und ich möchte gerne zu diesen aktuellen Entwicklungen was hören. Gut, klare Frage. Ja, ich meine, Sie haben es ja schon so dargestellt, dass eigentlich die Kritik schon genannt ist. Es ist natürlich für uns äußerst problematisch, wenn man das Kreuz nur als Kultursymbol interpretiert und nicht in seiner theologischen Bedeutung. Und die theologische Bedeutung haben Sie ja sehr deutlich gemacht. Jesus selber hat gesagt, du sollst Gott lieben und deine Nächsten wie dich selbst. Das heißt, genau beides muss zusammenkommen. Die religiöse Symbolik drückt ja ein Beziehungsgeschehen aus und das kann man nicht voneinander trennen. Insofern kann ich Ihnen da eigentlich nur zustimmen. Und wir müssen sehr aufpassen, dass nicht ein bestimmter Begriff von Kulturchristentum, der dann eben, ja, wo die Grenze offen ist zu einem bestimmten Volksdenken, sich bei uns einschleicht. Deshalb mache ich ja immer wieder stark, was ist das Kriterium für Christlichkeit? Nicht eine bestimmte Kultur, eine geprägte Kultur. Ich habe das in Ungarn selber erlebt oder von ungarischen, doch es war in Ungarn, in Budapest, da hatten wir ein Protestantentreffen Osteuropa. Dass die leitenden Geistlichen aus Ungarn in einer Weise in ihrer Volksgeschichte und in der Abwehrung der Türken durch Ungarn ihre Identität immer noch gefunden haben, da wurde es mir ganz anders. Ja, deswegen immer wieder Kriterium des Christentums ist Jesus Christus selbst und dann bin ich sehr schnell an diesem Beziehungsgeschehen wieder drin. Ich wollte das nochmal nutzen als Gelegenheit, nochmals auf diesen wirklich tollen Text hinzuweisen von Thomas Schmid. Da ist das genau beschrieben. Also wenn Sie eingeben, Thomas Schmid, rohe Christen, finden Sie das sofort. Und das, der Einstieg ist Markus Söder. Und dass im Grunde Söder letztlich zwar eine gemäßigte Variante ist, aber genau von dem, was wir in Ungarn und Polen sehen, eben eine der Barmherzigkeit völlig entkleideten Christentums, eine Christenfestung, die eigentlich überhaupt keine Fremden mehr hier aufnehmen will. Und das Ganze eben wird ja verkauft, das müssen wir jetzt machen, also in Polen, Ungarn jedenfalls, als Abwehr letztlich gegen die Muslime. Und bei der CSU, also ich habe 9 Jahre in Bayern gelebt, jetzt habe ich mich schon verplappert, ich habe die CSU auch tatsächlich schon aufgewählt. Ich würde das im Moment nicht machen, weil wirklich die Partei aus blanker Angst davor, die absolute Mehrheit zu verlieren, Irrlichterei betreibt, genau, und die Umfragen stagnieren und sie macht im Grunde nur die AfD das Original stark. Es ist ja nicht nur das, also es ist dieses Gerede von Dobrindt, von konservativer Revolution. Der Mensch, der diesen Begriff erfunden hat, Armin Mohler, um die Rechte in Deutschland wieder salonfähig zu machen nach 45, war zeitweise Berater von Strauß und Strauß hat sich von Mohler gerade nicht vereinnehmen lassen. Die haben sich wieder getrennt und jetzt so einen Begriff zu wählen, dann
gab es dieses Papier, Konservativ ist sexy, direkt nach der Bundestagswahl, nach dem desaströsen Ergebnis der CSU. Da ist dann auch dieses Gerede von Meinungspolizei und so. Also da, das Problem ist auch, da sehen Sie sehr stark, dass eigentlich, ich glaube, intellektuell da gar nicht klar ist, wo ist konservativ und rechts. Dann wird Orban eingeladen zur Klausurtagung und man fragt sich wirklich, was das soll. Und im Grunde befindet sich jetzt ganz Berlin im Grunde so in Geiselhaft dieser Regionalpartei. Es ist schon ein bisschen absurd und der ganze Diskurs wird völlig, also wird nicht mehr sachlich geführt. Gut, es gibt jetzt noch drei Wortmeldungen. Eine ist dort, eine ist hier vorne und in der Mitte. Der Herr meldet sich schon lange. Dann müssen wir leider dieses schließen, weil sicherlich einige dann auch los wollen. Ich bitte Sie. Also ich habe noch mal eine Frage zur russisch-orthodoxen Kirche vielleicht. Also was mir halt aufgefallen ist, auch bei der AfD gab es ja dann auch viele Sachen, gerade den ganzen Ukraine-Konflikt oder Russland zu verstehen. Und wir haben, also ich selber bin gebürtig aus Süddeutschland, aus Baden-Württemberg. Da ist zum Beispiel auffällig, dass da eben extrem viele AfD-Wähler auch Russlanddeutsche sind. Ich wollte halt wissen, ich weiß jetzt nicht, wie stark da die Kirchenbindung oder sowas ist, aber inwiefern sowas zum Beispiel dann auch durch die russisch-orthodoxe Kirche, also gerade zum Beispiel, wenn man an die ganzen Genderfragen denkt, gibt es da mit Sicherheit auch so Schnittmengen, die Sie ja jetzt für die katholische oder die evangelikalen Kirchen beschrieben haben, inwiefern Sie da was dazu sagen können oder ob das über Ihr Buch da hinausgeht. Was ich auch noch spannend fände mit den deutschen Christen. Also ich persönlich hatte immer den Eindruck, also als ich in den 90er Jahren in der Schule war, wir haben das einmal kurz gestreift. Das war dann, die evangelische Kirche hat sich nach dem Krieg eben aus der Bekennerkirche entwickelt. Und ich habe mich manchmal so gefragt, wo sind denn diese deutschen Christen denn hingegangen? Der Eindruck, den ich manchmal habe, ist, dass gerade in Baden-Württemberg sind sehr viele Freikirchen zum Beispiel, also gerade neuapostolisch zum Beispiel, aber sehen Sie da praktisch wieder so ein Muster, also dass sich gerade in den Bereichen, wo eben diese deutschen Christen sich damals zurückgezogen haben, ich habe die also in der Diskussion so eigentlich kaum wahrgenommen, oder ist es unabhängig davon? Also ist das im Prinzip schon auch eine Art Cut oder wie man da sagen will? Fände ich mal spannend. Okay, ja. Frage ist verstanden. Russlanddeutsche und Erbe, das deutsch-christliche Erbe. Wer? Ja, also die deutschen Christen, die haben sich ja eigentlich schon während der Nazizeit selber zerlegt. Ja, das ist schon zu Ende gegangen, weil ihre Rechnung nicht aufgegangen ist. Sie sind ja später dann auch abgelehnt worden von den Nazis. Insofern glaube ich kaum, dass es deutsch-christliche Traditionen gegeben hat, die wirklich weitergelebt haben nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Russlanddeutschen, die sind ja mehr so ja, ihre Abteilung, weil die sind ja gar meine nicht Abteilung, orthodox. Na gut. Ich meine, die sind natürlich sehr stark geprägt von einem bestimmten Familienbild. Also die Themen, die genannt waren, die können kaum umgehen, vielfach umgehen mit Gleichgeschlechtlichkeit. Und die neigen dann dazu, auch AfD zu wählen, weil sie sagen, diese konservativen Werte werden doch von der AfD besten vertreten. Ich habe eine Geschichte gehört aus einer Gemeinde, dass wirklich ein ganz herzensguter evangelischer, ehrenamtlicher Mitarbeiter, Spätaussiedler, der sogar die Flüchtlinge zum Gemeindefest gefahren hat. Und also der hat aber trotzdem den Schatzmeister im Ortsverein der AfD gemacht, weil er gesagt hat, ja, das ist so das richtige Familienbild. Also sowas gibt es auch. Das sind keine in sich stimmigen politischen Anschauungen dann. Und wie gesagt, bei den Spätaussiedlern glaube ich hauptsächlich das Familienbild ist es, was sie da überzeugt. Man muss vielleicht noch hinzufügen, dass der Großteil der Spätaussiedler gar nicht orthodox ist. Ne? Also die Angehörigen schon, sondern dass die eher also in Freikirchen sich bewegen. Kurz noch zur Orthodoxie als solcher. Also es ist natürlich schon so, dass es auch in Russland diesen fatalen Zusammenschluss gibt. Also Patriarch Kirill ist ja wirklich engstens mit Putin auch verbunden.
da wollte ich noch kurz ergänzen, das ist auch so, also Sie werden in diesem Milieu unglaublich viele Selbstwidersprüche finden. Also natürlich ist nicht für alle, es gibt auch viele, die sehr kritisch gegenüber Putin sind, aber es gibt, ich würde sogar sagen, der größere Teil findet das eigentlich ganz gut, bis hin zu offener Sympathie, auch für das, was in Polen passiert oder auch in Ungarn, da finden Sie gar keine Kritik, eher Schönrednerei. Und zwar von den gleichen Leuten, das ist das Bizarre, die gleichen Leute, die hier von den GEZ-Medien, dem Staatsfunk, den stickigen Meinungskorrekturen, der politischen Korrektheit sprechen, haben nicht das geringste Problem, dass in Polen tatsächlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk linientreu besetzt wird. Die gleichen Leute, die von Gesinnungspresse hier sprechen, retweeten teilweise Russia Today. Also auch da wird sich im Grunde so, das misst man sehr mit zweierlei Maß. Hauptsache, es wird das gesagt, was man hören will. Mikonnen und... Ja, vielen Dank, Mikonnen Miskina. Also vielen Dank zuerst mal für die wirklich guten, klaren Analysen an alle drei auf dem Podium. Ich habe zwei Fragen, einmal an Liane Bernatz und einmal an Bischof Dröge. Das eine ist, vorhin hat ja auch Ellen gesagt, dass die fortschreitende Säkularisierung der Gesellschaft, was auch mit der Verbindung mit der Kirche bzw. Entbindung von der Kirche einhergeht. Auf der einen Seite aber auch, wir haben ja ein bisschen Islam und Muslime ein bisschen abgestreift, die zunehmende Sichtbarkeit. Ich bin mir nicht so sicher, ob die Religiosität zunimmt, was wahrscheinlich auch stimmt, aber natürlich auch demografische Entwicklungen kommen noch hinzu, die Frage der Artikulation kommt noch hinzu, also die Sichtbarmachung der Religion im öffentlichen Raum. Also das alles ist die eine Realität auf der muslimischen Seite und gleichzeitig aber auch die Säkularisierung auf der christlichen Seite, also inwiefern das miteinander korrespondiert und dann genau zu diesen Gefühlen, zu dieser Art des Ausdrucks auch kommt. Ja, also so, wir werden überrannt und der Islam bedroht uns etc. Also diese gegensätzlichen Entwicklungen. Und meine Frage an Bischof Dröge ist, Sie haben ja vorhin auch selbst zum Beispiel dieses Beispiel aus Brandenburg gezeigt, wo es strukturschwach ist und wo ein Pfarrer sich allein gelassen fühlt, auf der einen Seite, gleichzeitig aber auch mit welchem Engagement und mit welchen Initiativen eine klare Position gezogen wird, wo es notwendig ist. So, die Frage ist, welche Systematik bringen Sie da rein? Also so, ansonsten hat man dann auch so eine Flickenteppich Engagements, die nicht unbedingt systematisch ist. Also für mich wäre interessant, was planen Sie systematisch, um Neudeutsch zu verwenden? Welche Empowerment-Strategie haben Sie, um flächendeckend etwas zu unternehmen? Gut, ich würde jetzt, Mekonnen, wenn du so freundlich bist, an den Herrn hinter dir das Mikrofon geben, so ein kleines Fragensammeln machen und dann um Abschlussstatement bitten. Klaus Watzlawick aus der kommunalen Ökumene Treptow-Köpenick. Wir kennen uns. Ich habe drei Dinge. Hat mich jetzt gewundert, wir haben viele Dinge besprochen. Aber wenn wir in die AfD, gucken Sie heute Abend rein, da ist von den Themen kaum etwas dabei. Was ist dabei? Dass es hier in Deutschland so viele gibt, die zurückgelassen werden. Da ist der Ansatz. Da wird diskutiert, in den Gemeinden auch diskutiert. Das heißt, unser Lebensstil ist angefragt. Und in dem Augenblick kann ich Ihnen sagen, wenn der Lebensstil in dieser Bundesrepublik angefragt wird, dann geht es ans Eingemachte. Und das bedeutet, die Frage steht, die dahinter liegt, dass wir etwas abgeben müssen. Wir müssen teilen lernen. Und diese ganze Problematik muss in die Diskussion mit den AfD-Leuten hineingebracht werden. Das heißt Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung. Was wir 1989 deutlich gemacht haben und wo wir eine Veränderung herbeigeführt haben. Und ich möchte das noch einmal unterstreichen, dass wir dieses heute wieder brauchen in den Diskussionen mit der AfD, die eben weit über die Dinge jetzt hinausgehen, die wir hier diskutiert haben. Ja, ich will eine letzte Bemerkung. Okay. Wenn Sie heute
jeden Tag die Nachrichten hören, dann sehen Sie, dass unsere Regierungspolitik darum geht, die Flüchtlinge fernzuhalten. Und da das zusammen mit der AfD wunderbar passt, werden wir erleben, dass in nächster Zeit die AfD großen Zulauf hat. Ja, das hoffen wir natürlich nicht. Deswegen gebe ich noch mal zurück zum Schlussvotum an beide. Wer möchte antworten, Frau Bettner? Ich beginne mal mit deiner Frage, Mekon. Ja, also das ist ganz interessant. Also ich glaube, man muss unterscheiden. Also erstmal das Verhältnis nochmal sehr gläubiger Islam und gern rechtsgedriftete Christen vertreten manche die These, ich finde das nicht unplausibel, ehrlich gesagt, dass auch so ein bisschen, ich will es jetzt nicht Neid nennen, aber doch so eine Bewunderung, wie konsequent auch Glaube gelebt werden kann durch viele Muslime. Und das Bizarre auch da ist, dass ja das Weltbild vieler strenger Muslime dem der sehr konservativen Christen extrem ähnlich ist, was die Rolle der Frau angeht, was die traditionelle Familie angeht, was Umgang mit Homosexualität angeht, da gibt es gar nicht so viele Unterschiede. Komischerweise aber wird der Islam als das große Bedrohliche angesehen. Und bei den Säkularen ist es natürlich schon so, also das merke ich selbst als gläubiger Christ, das wird ihnen ähnlich gehen und ihnen ja auch, also wenn man sich zu seinem Glauben bekennt, das wirkt tatsächlich auf viele Säkulare so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und jetzt ist das bei uns Christen nicht sichtbar, aber in dem Moment, in dem es dann eben auch sichtbar wird durch Kopftücher, stößt das wahrscheinlich schon irgendwie auf Befremden. Und deswegen sage ich ja, man muss so ein bisschen versuchen, einfach die Leute auch ineinander in Beziehungen, in Gespräche zu bringen, dass man das auch jeweils andere besser kennenlernt. Übrigens gilt das aber auch für Muslime, die sich abschotten in ihren Bereichen. Auch da muss einfach, das sind beide Seiten stärker aufbrechen. Zu Ihrer Frage. Also man muss im Grunde, was so die Hinwendung zum Rechtspopulismus angeht, sehr genau unterscheiden. Es gibt zwei Milieus. In diesem christlichen Milieu spielen soziale Fragen praktisch keine Rolle. Diese Leute, die schocken sie mehr, wenn die jetzt merken, die AfD entwickelt sich in puncto Sozialpolitik eher in diese Richtung, wie das ja jetzt forciert wird, durch Höcke auch. Das schreckt die viel mehr ab als rechtes Gedankengut im Sinne von potenziell eben auch Stimmungsmache gegen den Islam. Also auch Sie sehen Leute wie Beatrix von Storch, die sind eher marktradikal. Da geht es wirklich nur um diese Vorstellung, dass die Kirche sich dem Zeitgeist anbiedert und alles zu verweichlicht wird. Das zweite große Milieu aber, da spielt es eine Riesenrolle, das sind die ganzen ehemaligen linken Wähler oder auch SPD-Wähler, die sich, vor allem auch die SPD-Wähler, durch Hartz IV von ihrer Partei im Stich gelassen fühlen und jetzt das Gefühl haben, die AfD kümmert sich um uns, kümmert sich um die kleinen Leute. Insofern müssen wahrscheinlich die Parteien wieder unterscheidbarer werden. Bei der Flüchtlingsthematik, natürlich ist es schon so, dass Deutschland nicht alle aufnehmen kann und man muss es irgendwie so regeln, auch durch möglichst viel Hilfe in den Herkunftsländern. Aber es ist halt ein Riesenunterschied, ob man versucht, eine pragmatische Lösung zu finden oder eben, ob man Stimmung macht. Und im Moment ist ja der Frame fast so, dass der Flüchtling und so in den extrem rechten Kreisen, das hören Sie bei den Christen eher selten, aber dieses Wort Invasoren, so wird das dann ja irgendwann gesehen. Also die Flüchtlinge werden ja im Grunde entmenschlicht. Also man sieht ja nur noch diese amorphe Masse. Und da wollte ich abschließend noch mal kurz sagen, also auch diese Entmenschlichung in der Sprache, die hat übrigens Herr Sarrazin maßgeblich zu verantworten. Herr Sarrazin war derjenige, der schon noch vor dem Buch, also vor Deutschland schafft sich ab, hat Herr Sarrazin 2009 von den Kopftuchmädchen gesprochen, die produziert werden. Also produziert, das sagt man über Sachen, nicht über Menschen. Und er sprach von den Bräuten, die aus Anatolien nachgeliefert werden. Und ich glaube wirklich, dass also viel mit dieser Verrohung auch des Kurses da schon anfängt. Und übrigens, die allermeisten Leute in diesem Buch sind Sarrazin-Verteidiger. Die Frage nach dem Empowerment, das ist natürlich eine zentrale Frage. Da setzen wir an bei den Konventen, die wir überall haben. Also die Pfarrerinnen und Pfarrer kommen zusammen. Wir haben bei der Akademie extra Referenten, die auch nicht nur Spezialisten für Rechtspopulismus sind, sondern auch Papiere entwickeln über Gesprächsstrategien. Und wir müssen da natürlich dann auch die Räume öffnen in den Gemeinden, dass über die Themen gesprochen werden kann, wobei immer gilt, der Hausherr, also die Gemeinde, muss darauf achten, dass die Räume nicht genutzt werden, um menschenfeindliche Thesen zu vertreten. Da
Aber trotzdem muss man öffnen und das Gespräch suchen. Das ist so mal im Groben unsere Linie. Vielen Dank an Sie beide. Wir hatten eine unglaublich intensive Diskussion über wichtige und auch riskante Themenbereiche. Mein Abendrat an Sie: Kaufen Sie erstens das Buch, behalten Sie zweitens eine klare Meinung und seien Sie drittens auch offen für einen Dialog. Ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg und hoffe, dass wir Sie bald hier wieder in unserer Stiftung begrüßen dürfen. Schönen Abend. Vielen Dank. Applaus